Ganz unscheinbar heißt der Titel Tarifeinheit, Perspektiven jenseits des Gesetzes. Was immer das heißen mag, das werden wir hier ausbuchstabieren. Und unser Ziel ist es aber jetzt am Nachmittag auch natürlich die einzelnen Akteure stärker zu Wort kommen zu lassen, das zu verdichten, was heute Vormittag, heute Mittag und Nachmittag diskutiert worden ist, um daraus auch so eine Art Conclusio zu ziehen und natürlich einzelne Aspekte von vorangegangenen Statements und Argumenten aufzugreifen. Ich würde gerne am Anfang nochmal einsteigen mit sozusagen unserem schwarzen Schaf, der prominent geworden ist wie kein anderer. So viel Resonanz kann man sich kaum wünschen, sonst als Gewerkschaftsfunktionär. Kann man sagen, dass Sie und die GDL es wirklich, wie wir heute Morgen gehört haben, zum Exzess gebracht haben? Nun, Sie sehen ja, dass ich das alles überlebt habe und wahrscheinlich sogar meinen Platz mit der Rolle des schwarzen Schafes ganz gut ausfülle, denn die Tatsache, dass Sie und andere weiterhin mit mir reden, lässt ja den Schluss zu, dass die öffentliche Meinung ein bisschen anders ist als die veröffentlichte Meinung. Und insoweit sage ich ganz offen, das, was wir erleben dürfen, Herr Professor Greiner ließ es mal ganz kurz anklingen, das, was wir erleben durften, ist nichts anderes als die selbsterfüllende Prophezeiung. Die GDL ist provoziert worden im Jahre 2014, bereits beginnend im zeitigen Frühjahr in den ersten Verhandlungen zum Kooperationsabkommen zwischen EVG und GDL hat die Arbeitgeberseite und auch die andere gewerkschaftliche Interessenvertretung sehr viel Wert darauf gelegt, die Position einzunehmen. Entweder jetzt unterschreibt ihr das und gebt klein bei oder die Bundesregierung bricht euch das Genick. O-Ton, Verhandlungsführer Deutsche Bahn AG. Und wenn man in so eine Position gedrängt wird, da hat man nicht allzu viele Möglichkeiten. Da muss man für sich entscheiden, nimmt man diese Kampfansage, nimmt man diese existenzvernichtende Ankündigung an oder gibt man klein bei. Ich habe mich für das Erstere entschieden und ich glaube, dass uns das eigentlich insgesamt gesehen ganz gut zu Gesicht steht, wenn wir mal als Gewerkschafter nicht immer bloß den Gestreamten abgeben, der in der Gesellschaft gut eingebettet und hoch anerkannt ist, weil er sich eben nicht über den Streik definiert. Die GDL wollte sich nicht über den Streik definieren, wir hätten viel lieber Tarifabschlüsse gemacht, übrigens in Kooperationen oder auch in Tarifgemeinschaften mit anderen Gewerkschaften, aber genau das war nie möglich. Und zwar deswegen nie, weil wir über lange Strecken, und da ist das Solidaritätsmodell für mich schon etwas in Frage geraten, benachteiligt worden sind, was Tarifabschlüsse betrifft. Haben Sie es denn auf den, na, ist mit der Anlage etwas schwierig, haben Sie es denn auf den Exzess angelegt? Das ist ja jetzt ganz wertfrei, durchaus legitim. Nein, wir haben es nicht auf den Exzess angelegt. Ich habe beim ersten Warnstreik, der ging 3 Stunden, ich habe meine Kollegen in der anschließenden Telefonkonferenz gefragt, ob bloß ich die Wahrnehmung habe. Nein, sie hatten sie alle. Der erste Warnstreik, den wir durchgeführt haben, hat ein wesentlich größeres und negativeres Echo gehabt als alle Streiks, die die GDL bisher davor durchgeführt hat. Und das hat Ursachen. Da muss man nicht besonders intelligent sein, um sich das anzuschauen, dass hier große Kräfte miteinander am Werke sind, die geradezu daran interessiert sind, das Streik etwas Schmutziges, etwas Schmuddeliges ist und dass Streiks dem Grunde nach, und da spielt Daseinsvorsorge nur die erste Vorreiterrolle, das andere kommt danach, dass Streiks eigentlich nicht mehr in die Zeit passen sollen und nicht mehr zur Anwendung kommen. Wie meinen Sie das? Können Sie das mal übersetzen? Streiks passen nicht in die Landschaft, schmutzige Kräfte, die da im Walten sind. Was heißt das auf Deutsch? Weil an Ihnen ist doch sozusagen exemplifiziert worden, sozusagen eine Art Fanal, kann man ja fast schon sagen. Sie haben Deutschland stillgelegt und wenn man die Macher dieses Gesetzes hört, dann sagen die ja ganz klar, dass diese GDL-Politik quasi die Geburtsurkunde ist für diesen Entwurf. Was schon mal schlichterdings gelogen ist, denn die Geburtsstunde dieses Entwurfs liegt im Jahr 2010. Die Tatsache, dass sich 4 Jahre lang nichts zugunsten der Befürworter bewegt hat, also keine massenhaften Gewerkschaftsgründungen stattfanden, keine Streikexzesse stattfanden, diese Tatsache ist zugrunde gelegt worden, um sowohl die Kollegen bei der Lufthansa Cockpit als auch die Lokomotivführer zu provozieren und in Arbeitskämpfe zu treiben. Und insoweit gebe ich Ihnen recht, das, was dann entstanden ist, war für uns als Gewerkschaft Deutscher Lokführer die Frage, nehmen wir diese Herausforderungen an
Oder geben wir klein bei, und dann sage ich Ihnen auch ganz offen, hätten wir klein beigegeben, würden wir uns vom Markt verabschieden können. Denn alles, was über fast 150 Jahre aufgebaut worden ist, wäre für eine stolze Berufsgewerkschaft plötzlich nicht mehr wahr gewesen. Und jetzt sage ich auch mal was, was von Bedeutung ist. Stellen Sie sich nochmal ansatzweise mit einer anderen Gewerkschaft solch eine Auseinandersetzung vor. Was brauchen Sie für Mitglieder, um das zu durchstehen? Am letzten Streiktag 3000 Mitglieder an einem Tag, 3 Streiktage hintereinander, 9000 Mitglieder im Streik, obwohl der Vorsitzende, zumindest was die Leitmedien betraf, der letzte Lump gewesen ist. Und da sage ich einfach, ich sehe überhaupt keine Gewerkschaft, die das in Zukunft noch leisten kann, Mitglieder zu solidarisieren, in eine Auseinandersetzung zu bringen, unter solchen Vorzeichen. Und man arbeitet tagesaktuell heute in der Süddeutschen, Frau Kur arbeitet schon wieder dran, mit internen GDL-Papieren, die bei uns die Belegschaft, die Mitgliedschaft wieder nach oben fahren muss, weil wir seit Wochen verhandeln um das Kaisersbad, Bahnzielstellung, kein Ergebnis erzielen. Jetzt fahren wir langsam wieder an, da bin ich schon wieder auf der Titelseite der Süddeutschen mit wohlwollenden Beiträgen unter der Überschrift, jetzt fängt der Weselski schon wieder an. Ja gut, aber davon träumt normalerweise ein Gewerkschaftsfunktionär. Ich wusste. Polarität und Popularisierung ist Treibmittel für Sie. Das ist sozusagen wie Kerosin für jeden Cockpit-Menschen. Also da bin ich wahrscheinlich zu naiv an meiner Arbeit rangegangen. Ich habe mich in 2007 als Stellvertreter hervorgetan durch konsequentes und stringentes Handeln, auch im Hintergrund als der Vize. Ich habe das die ganzen Jahre nicht aufgeben müssen, weil ich immer eine stabile Mitgliedschaft hatte. Allerdings war mir nicht klar, zumindest nie bis zum Sommer und Herbst des Jahres 2014, dass ich ein guter Gewerkschaftsvorsitzender nur über Streik definiert. Ich hatte es vorher anders versucht. Es scheint erfolgreicher zu sein, der größte Streikhansel der Nation zu bleiben. Okay, wir verständigen uns natürlich darauf, dass hier sozusagen der Ramelow-Sound der Ehrlichkeit gilt. Ne? Sie müssen hier, können Sie offen reden und frei reden, was Sie wirklich bewegt, damit wir auch was lernen. Ich würde gerne Herrn Müller von der EVG als Kontrast dazu hören, weil da spielt sie die Musik ab und Ihr Kollege hat heute Morgen ja schon den Arm ausgestreckt. Sehen Sie, dass die GDL quasi es zum Exzess getrieben hat? Ist das Ihre Wahrnehmung? Wie Herr Göhne heute Morgen sagte, das ist ja der Nukleus der Auseinandersetzung. Ist das auch Ihre Position? Ja, ich kann nichts machen. Dieses Mikrofon, vielleicht kann sich noch. Jetzt geht's wieder. Ich versuche es. Ja, okay, ja, es war eben. Also, ich versuche auch näher an das Mikrofon zu gehen, weil meine Stimme von letzter Woche, Viertelfinale, noch etwas belegt ist. Ich hoffe, man versteht mich trotzdem. Also, zunächst mal glaube ich nicht, dass die GDL mit ihren Streiktagen es übertrieben hat. Da gebe ich Herrn Bisping völlig recht. Die Branchengewerkschaften streiken nicht so viel. Die Gewerkschaften insgesamt in Deutschland streiken nicht so viel. Und ich glaube auch, dass die Presse zu Unrecht über Herrn Weselski hergefallen ist. Das hat auch unser Vorsitzender erklärt. Und ich glaube, dass das von der Presse völlig übertrieben war und dass das letztendlich auch uns, wenn wir zu Streikmaßnahmen greifen müssen, auf die Füße fallen wird, weil man auch genauso über uns herfallen wird und sich auch unsere Mitglieder zweimal überlegen werden, ob sie mitstreiken oder nicht. Also von daher, denke ich, muss man schon ganz klar sagen, das ist eine mediale Auseinandersetzung, die in Bezug auf die Streiktage und das bisschen Streik in Deutschland völlig überzogen war. Trotzdem sage ich auch, dass die Strategie der GDL von Anfang an darauf ausgelegt wurde. Es gibt nämlich ein Strategiepapier aus dem Jahre 2013, das heißt Strategie 2014. Und da tragen einige Seiten die Überschrift Provozieren und Attackieren. Und die GDL definiert sich über dieses Provozieren und Attackieren, GDL versus EVG. Das ist ihr Strategiepapier und ihre Auseinandersetzung, die geplant ist in 2014 gewesen, sich hier gegen uns abzugrenzen, eine Strategie zu fahren, die aus Provozieren, Attackieren besteht und die daraus besteht, sich gegen die EVG abzugrenzen. Und ein ganz hervorragendes Zitat, kann man im Stern nachlesen, hat Herr Weselski selbst freigegeben. Er definiert 5 Gegner, die er hat in diesem Arbeitskampf. Und der 5 Gegner in folgender Reihenfolge. Die EVG, den DGB, dann den Arbeitgeber, den Arbeitgeberverband und die Politik. Und daran sieht man, wie der Konflikt angelegt ist, nämlich indem sich die GDL gegen uns
abgrenzen will, statt mit uns zusammenzuarbeiten. Und welche Lernprozesse hat diese Strategie bei Ihnen ausgelöst? Das ist eine gute Frage. Die Lernprozesse, die wir haben, sind, dass wir auf die Strategie natürlich eine eigene Strategie haben und dass wir uns zum Ziel gesetzt haben, dass wir für alle Beschäftigten auftreten und eine Forderung auch für alle Beschäftigten aufgestellt haben und zum Beispiel ganz verstärkt durch den Einmalbetrag, durch den monatlichen Mindestbetrag für gerade Service und Dienstleistungen einen wesentlich höheren Abschluss erzielen wollen als für die Gesamtbeschäftigten. Weil wenn man die 6% und 150 Euro Mindestbetrag durchsetzen würde, wären die 6% im Dienstleistungsbereich mindestens ein Volumen von 8-9% im Verhältnis. Aber ist das nicht genau der Kern unseres Konflikts des ganzen Tages, dass Sie die Solidarität für eine breitere Gruppe organisieren, während Herr Weselski sich sozusagen und auch Cockpit streikbereite Exklusivgruppen raussuchen? Ist das nicht die Spannung Solidarität in der Breite gegen spezielle Interessenvertretung für eine Zielgruppe? Ja klar, die Frage ist, wie wollen wir als Gewerkschaften insgesamt in Zukunft uns aufstellen? Wollen wir uns solidarisch aufstellen und wie berücksichtigen wir in der Solidarität auch die Interessen von Einzelnen? Die haben wir genauso. Wir haben die Lokrangierführer, wir haben die Fahrdienstleiter, die sitzen auch am Hebel. Wenn der Fahrdienstleiter das Signal auf Rot stellt, fährt auch kein Lokführer mehr. Das ist ganz klar. Und da gibt es natürlich auch Interessen, die wir auszugleichen haben. Und das ist ein riesen Diskussionsprozess innerhalb unserer Organisation, den wir natürlich steuern und managen müssen. Wir haben 120 Beschäftigtengruppen rund, die man immer in irgendeinen Ausgleich bringen muss, klar. Und stimmt denn das, was Herr Göhner heute Morgen sagte, dass im Grunde Sie noch dafür gerade stehen, dass Sie die Rosinenpickerei, etwa der GDL in Anführung, dass Sie das verhindern? Wir haben es bisher verhindert, indem wir die besseren Abschlüsse gemacht haben. Nicht nur prozentual, sondern auch qualitativ. Wir haben einen Demografietarifvertrag abgeschlossen, wo genau die Arbeitszeitthemen angegangen werden. Wir haben einen Branchentarif abgeschlossen, wo wir Mindeststandards für die Branchen setzen. Die Tarifabschlüsse sind nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ besser. Und das müssen wir natürlich auch mit unseren Beschäftigten diskutieren. Wir sind zurzeit dran, einen Tarifvertrag Arbeit 4.0 abzuschließen, wo es um die Weiterentwicklung der Tarifstrukturen geht und wo genau diese Fragen, wie gehen wir mit Lokrangierführern um, da hat sich das Berufsbild völlig gewandelt, wie gehen wir mit Fahrdienstleitern um, wie gehen wir mit Wagenmeistern um, die ganzen Fragen spielen da natürlich eine Rolle. Wie empfinden Sie das, wenn man das mal emotional, offen, ehrlich sagt, haben Sie nicht den Eindruck, dass die GDL trotzdem durch ihre öffentliche Wirkung Ihnen die Butter vom Brot nimmt? In der Wahrnehmung, wie Sie agieren, dass der, also im Grunde Herr Weselski mit seiner aggressiven Strategie viel zeitnäher ist heute in dieser Öffentlichkeit, in dieser medial bestimmten Öffentlichkeit, in dem er auch die Pfeile auf sich zieht. Wird das bei Ihnen intern diskutiert? Weil es ja ein Muster ist zwischen den Altgewerkschaften in Anführung und den kleinen aggressiven Schnellbooten. Na, natürlich wird diskutiert, wie das Agieren der GDL auch medial wirkt. Und da muss man ganz klar feststellen, die GDL ist eine straff organisierte Kaderorganisation, die das auch ganz schnell umsetzen kann. Das ist so. Kader? Ja, das ist eine Kaderorganisation. Ja, das ist ja eher ein Lob, oder? Das ist, es muss nichts Schlimmes ich sein. Ich habe das kennengelernt. Ja, die Presse richtet natürlich ihr Augenmerk dahin, wo was los ist. Wenn wir mit Streik drohen, dann haben wir auch die Presse. Wenn bei uns eine normale Tarifverhandlung läuft, dann sind die einfach nicht da. Das ist so. Das geht auch der GDL nicht anders. Wie würden Sie denn jetzt bilanzieren für Ihren Blog sehen, wie das neue Tarifeinheitsgesetz Ihre Arbeit tangieren würde in Zukunft? Sind Sie dafür? Wird das Ihnen eher mehr Vorteile bringen oder mehr Nachteile? Also wir sind für die Tarifeinheit, aber wir sind gegen dieses Gesetz, weil dieses Gesetz, gibt es einen Gewerkschaftstagsbeschluss, dieses Gesetz als solches wird... Sie haben Überraschungen ausgelöst, Sie müssen es nochmal wiederholen, zum Mitschreiben, weil die Leute teilweise nicht glauben, was Sie sagen. Wir sind für Tarifeinheit. Ganz klar, weil Tarifeinheit für uns die bessere Lösung ist. Wir sind gegen dieses Gesetz, und da gibt es sogar einen Gewerkschaftstagsbeschluss aus dem November zu diesem Gesetz, weil dieses Gesetz schlicht der Realität der Bahn überhaupt nicht folgen würde, weil alleine durch die Definition des Betriebsbegriffes
hätten wir einen Häuserkampf bei der Bahn, der nicht zu handeln wäre. Das muss man einfach so sehen. Ob es möglich wäre, ein solches Tarifeinheitsgesetz so zu gestalten, dass es tatsächlich keinen Eingriff in die Tarifautonomie darstellt, das würde ich auch bestreiten, aus meiner Position heraus. Ich denke aber, das muss man der Ehrlichkeit halber auch dazu sagen, dass es viele bei uns in der Organisation gibt, insbesondere die Bereiche, wo der direkte Konflikt mit der GDL stattfindet, die sich so ein Gesetz herbei wünschen, in der Hoffnung, dass dann der Konflikt beendet ist. Ihre Äußerung, wenn man die ausinterpretiert, teilen Sie diese Hoffnung nicht? Nein, teile ich nicht. Die GDL ist eine alte Organisation. Es gibt Betriebe, da hat die GDL die Mehrheit. Es gibt die NE-Bahnen, wo die Mehrheiten auch mal wechseln können zwischen uns und GDL. Ich gehe davon aus, dass die GDL auch nach dem Gesetz, wenn es so kommen würde, weiterhin eine schlagkräftige Gewerkschaft ist. Und ich weiß auch, dass von unserer Seite weiterhin die Angebote kämen, eine Kooperation auf Augenhöhe zu machen. Okay, das kleine Intermezzo zwischen den beiden sollte nur ein Vorgeschmack sein, als Resonanz auf dieses Kooperationsangebot des Kollegen aus Thüringen heute Morgen. Da sehen Sie, wie nah die Kooperation ist und wie realistisch solche Optionen sind. Und das ist vielleicht auch ein Fallbeispiel für andere Berufssparten, die wichtig sind. Wir kommen in so einem kleinen Intermezzo jetzt zu den Ärzten. Und für mich stellt sich die Frage an den Hauptgeschäftsführer der Ärzte des Marburger Bundes. Warum haben Sie eigentlich bei dem Gesetz nicht im Vorfeld über Ihre exzellenten Lobbydrähte nicht mehr Einfluss auf die Arbeitgeber genommen? Ja, die Frage, die stellen wir uns auch, warum das nicht geklappt hat. Und wie beantworten Sie sie? Sie haben den effizientesten, radikalsten Lobbyisten in der CDU-Bundestagsfraktion, Herrn Henke, der so gnadenlos gut durchorganisiert ist, keine Interviews gibt, die Hintergrundgespräche noch aufzeichnet und so weiter. Der ist so effizient im Gesundheitsbereich für die Kassenärzte und so weiter. Warum haben Sie den nicht von alleine gelassen? Also ich sag mal, wir können uns nachher gerne nochmal, wenn Sie wollen, auch hier über diese Lobbyfunktion unseres ersten Vorsitzenden Sie müssen die Frage schon beantworten. Mache ich. Das meine ich ganz ernst. Ja, die Frage ist natürlich, wohin wir unsere guten Kontakte haben und offensichtlich überhaupt nicht in die Arbeitgeberverbände hinein. Wir haben gute Drähte und Herr Henke ist auch Mitglied der Arbeitnehmergruppe übrigens, der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, aber das nur so nebenbei gesagt. Ich will ganz kurz zunächst einmal mich bedanken, dass ich überhaupt hier sein kann, weil das ist eine Ausnahme, dass man mit uns sogenannten Berufsgewerkschaften überhaupt spricht. Bei der Anhörung, die jetzt am 4. Mai stattfinden wird beispielsweise, ist keine dieser Berufsgewerkschaften eingeladen. So, wir sind indirekt, beziehungsweise Herr Wieselski ist indirekt über den Beamtenbund eingeladen, aber ansonsten ist keine der sogenannten Spartengewerkschaften eingeladen. Das ist meines Erachtens noch einmal dieses Sahnehäubchen auf diesem demokratischen Prozess. Frau Nahles hat uns noch gesagt, es würde das demokratischste überhaupt der demokratischen Prozesse mit dem Tarifeinheitsgesetz geben. Da würde also alles ausgeschöpft, man würde sich sehr viel Zeit nehmen. Aber bedauerlicherweise sind wir in dieser, also wirklich epochalen zweistündigen Anhörung zu diesem Gesetz, wo 12 Organisationen bzw. Einzelsachverständige eingeladen sind, sind wir halt nicht dabei. Also insofern herzlichen Dank, dass wir uns hier mal äußern dürfen. So, die zweite Geschichte ist, aber das möchte ich auch noch mal ganz kurz sagen, diese Sache hilft nur den Arbeitgebern. Herr Göhner hat hervorragende Lobbyarbeit betrieben, das ist eindeutig. Aus unserer Sicht ist das Kind tatsächlich in den Brunnen gefallen, in dem Moment, wo der normale gewerkschaftliche Reflex nicht gezogen hat. In dem Moment, wenn man sich auf diese Diskussion mit der Übernahme der Fragestellung, sage ich jetzt einmal, schon eingelassen hat, hatten wir schon das Problem. Und dann, das sage ich jetzt einmal, das ist dann natürlich auch ein Problem, dass die SPD plötzlich da mitgeschwenkt hat. Ja, es ist ganz schwierig zu erklären. Ist auch ganz schwierig, dass von der DGB-Spitze und auch, das muss ich jetzt auch sagen, also auch der Spitze von Verdi natürlich zu Beginn, die Initiatoren mit dabei waren, also zu einem sehr frühen Zeitpunkt mit am Tisch gesessen haben und gesagt haben und diese Fragestellung oder dieses sogenannte Problem der englischen Verhältnisse in Deutschland mit aufgenommen haben.
Das ja, aber ist die englischen Verhältnisse gibt es ja nicht, nein, wie wir heute von Herrn Bisping erfahren haben. Wir sind Deutschen, sind lammfromm, brav im Streiken. Schauen Sie mal, die IG Metall-Strategie war, möglichst ohne Streik auszukommen. Das ist quasi die Magna Carta der Tarifabteilung. Ja, ja, und auch die weiteren Beispiele, die Göhner heute Morgen, ich hatte leider ja keine Zeit, dagegen zu sprechen, aber diese beiden Beispiele, die er da immer nennt, diesen sogenannten Fluglotsen-Airbus-Streik da, hat Herr Kramer übrigens auch schon mal gesagt, von dem nie jemand was gehört hat. Also gut, ich habe es nicht gehört. Und die neue Assekuranzgewerkschaft, das ist tatsächlich die einzige, die da in diesem Versicherungsbereich aufgekommen ist. Aber Herr Ehl, wie ein guter Arzt müssen Sie uns schon ordentliche Diagnosen geben. Sie können nicht nur die Probleme beschreiben, da bin ich als Patient genauso sprachlos. Warum ist das so? Sie sind doch in den Insider-Gesprächen und haben Herrn Henke und andere. Wie kam das dazu, dass sozusagen dieser Popanz des Exzesses und der Streikfreudigkeit und dieser Gefahren aufgebaut werden konnte? Können Sie das mal interpretieren? Ja, ich versuche Ihnen mal eine politische Antwort zu geben. Das eine ist die CDU-Seite, sage ich jetzt mal so ein bisschen inklusive der Arbeitnehmergruppe innerhalb der CDU, die auch ein Teil des Problems ist, und die andere Seite würde ich eher als die SPD-Seite. Die CDU steht seit Jahren, stand sie in der Kritik, dass sie nicht mehr arbeitgeberfreundlich genug ist. Die Kanzlerin musste sich auf mehreren Arbeitgebertagen anhören, dass sie gar nichts täte. Und als dann auch noch damals Herr Hund zusammen mit Herrn Sommer händchenhaltend zur Kanzlerin gekommen sind und gesagt haben, wir waren hier ein kleines Gesetz, ein ganz kleines wollen wir im Grunde genommen haben, das überhaupt nichts kostet und 90% der Menschen in Deutschland glücklich macht, und sie dann auch nicht sofort reagiert hat, sondern dann zunächst einmal gesagt hat, ich denke darüber nach, war das ein Problem gewesen, was sie von den Arbeitgeberleuten in der CDU deutlich aufs Brot geschmiert bekommen hat. Und wie gesagt, bei den Arbeitgebertagen mehrfach. Zweimal hat sie gesagt, wir denken darüber nach und prüfen. Dann hat sie einmal noch so eine flapsige Bemerkung gemacht, wenn das alles so einfach ist, dann können wir das ja abends mal beim Abendessen regeln. Und beim dritten Mal war sie weich gekocht und hat gesagt, okay, wir tun etwas. So, und das ist das, wo Göhner heute noch sagt, die Kanzlerin steht im Wort. Die hat das dann tatsächlich auch angenommen und es ist so gekommen. Auf der anderen Seite war es so gewesen, dass es innerhalb des DGB offensichtlich ja auch durchaus Probleme gibt. Und Frau Nahles, die immer wieder den DGB-Vorsitzenden, auch jetzt den neuen, zitiert, und ihre IG Metall, wie sie immer sagt, die auch sagt, wir müssen so etwas machen, dass es dort auf der Arbeitnehmerseite, also innerhalb der SPD, durchaus auch einen Druck gab. Und auch dort die sogenannten Berufsgewerkschaften, immer wieder die drei ja schon mehrfach genannten, erwähnt werden und gesagt werden, das können wir uns nicht gefallen lassen. Also wir werden da auch mit diesem Totschlagargument dieser Vorfeldleute auf dem Frankfurter Flughafen immer wieder konfrontiert oder eben mit der Situation, die dann die GDL vermeintlich provoziert oder VC. Und das alleine reicht, dass in diesen beiden großen Koalitionsparteien im Grunde genommen die Meinung aufgekommen ist, wir müssen da jetzt irgendetwas regeln. Obwohl, das sage ich jetzt auch gleich in diesen vielen kleinen Gesprächen, die man dann so führt, ich glaube, es gab noch nie ein Gesetz, das mit so viel schlechtem Gewissen von den Parteien durchgewunken werden wird. Es gibt Probeabstimmungen innerhalb von Fraktionen und innerhalb von bestimmten Arbeitsgruppen innerhalb der Fraktionen, die fast immer negativ Richtung dieses Gesetzes ausgehen. Aber ehrlich gesagt, in dem Moment, als das Ding im Koalitionsvertrag stand, da war für mich klar gewesen, das Gesetz kommt. Es war ja auch so ein bisschen dieses Kompensationsgeschäft. Göhner erzählt ja auch überall, er wäre still gewesen beim Mindestlohn, weil er wusste, dass er das Tarifeinheitsgesetz auch bekommt, was ja auch so wichtig ist. Das Tarifeinheitsgesetz in der Sache wird ihm ja wenig helfen, nur ein klein bisschen, zunächst einmal. Aber es ist, wie Sie vorhin schon mal richtig gesagt haben, es ist das Einfalltor. Das ist der erste Schritt. So, und jetzt haben wir noch gleich eine Situation, dass jetzt mittlerweile die SPD, die ja auch das schlechte Gewissen hat, wie diese vielen CDU-Leute auch, so, dass die jetzt sagen, ja, wenn das denn jetzt nicht kommt, also wenn wir das jetzt zurückzögern, dann bekommen wir ja noch die schlimmere Variante, nämlich den Professorenentwurf, also das Thysing-Modell, sage ich jetzt einmal, mit der Daseinsvorsorge. Und deswegen müssen wir jetzt dieses Tarifeinheitsgesetz durchwinken, damit wir nachher Böses verhindern können. Ich bin der Meinung, wenn dieser erste Schritt gegangen ist, wird Göhner oder andere werden da genau reinstoßen. Es ist die Solidarität innerhalb der Arbeitnehmergruppe ist damit aufgebrochen, und das wird das Problem sein, was uns in der Zukunft auch beschäftigt. Würden Sie so weit gehen, wenn Sie die Stimmung bei Ihren Mitgliedern sehen, dass man das politische Ziel hat, Ihnen, Marburger Bund, im Grunde das Licht auszuknipsen?
Naja, die Mitglieder, die sehen das so. Also ich meine, warum spürt man davon nichts, von dem Widerstand? Also ja, sonst sind die Ärzte doch sehr streikfreudig. In den Arztzimmern könnten sie doch mal ein bisschen Aktion machen. Ja, wir machen ja keine politischen Streiks. Das ist ja etwas, also wir sind ja da, wir stehen ja auf dem Boden des Grundgesetzes und seiner Auslegung. jeder Streik ist politisch. Ja, natürlich, aber indirekt dann politisch. Also wir streiken für Tarifziele, wir bombardieren, ich sage das jetzt mal so ein bisschen martialisch, also die Abgeordneten mit Mailgeschichten und mit allem drum und dran, die bekommen die Sachen zugemüllt, also da sind wir relativ gut organisiert, das muss man sagen. Der Punkt ist schon, also viele unserer Mitglieder, wir sind ja tarifpolitisch selbstständig geworden im Jahr 2006, das war ja vorhin auch auf einer der Folien sehr schön zu sehen, das war ja für uns auch ein schmerzhafter Prozess, wo wir 13 Wochen streiken mussten, beispielsweise an den Uniklinika und anschließend nochmal 6 Wochen an den kommunalen Häusern, 600 Häusern. Die wir nicht alle bestreikt haben, aber viele. Also das war für uns eine Kraftanstrengung ohne Ende. Übrigens, wir haben seitdem mit 160 unterschiedlichen Tarifgebieten zu tun. Nur mal so viel zur Tarifpluralität und Tarifeinheit. Also arbeitgeberseitig meine ich jetzt unsere Landesverbände, wir haben 14 Landesverbände und der Bundesverband, was wir alleine in Berlin verhandeln müssen an einzelnen Geschichten. Ja. Also von der Charité, Vivantes natürlich, dann haben wir die DRK-Kliniken, dann gibt es auch noch ein paar kirchliche Häuser, die auch mit uns sprechen und so weiter und so fort. Das sind also alles große Kraftanstrengungen, da redet überhaupt keiner drüber. So, und viele dieser Mitglieder haben diesen Kampf ja damals noch mitgemacht. Und da muss man natürlich auch so ein bisschen unsere Tradition sehen. Wir sind ja nicht nur Gewerkschaft, sondern auch Berufsverband. Also viele der Ärzte, die sind aktiv in ihren Betriebsräten, in den, also tarifpolitisch, wenn sie so wollen, aber dann auch in den Kammern, wo es um die Ausbildung und die Weiterbildung zu den Spezialisten geht und so weiter. Das ist bei uns ja so eine Einheit. Also uns dieses wichtige tarifpolitische Bein wieder zu nehmen, ich glaube, also das ist tatsächlich etwas, was bei uns zu schweren inneren Konflikten führt, wie Demokratie, wie demokratisch soll man denn überhaupt nochmal sein? Also ich sag mal, ein prominentes Mitglied bei uns, immerhin unser Ehrenvorsitzender Montgomery, jetziger Präsident der Bundesärztekammer, ist aus seiner Partei ausgetreten mit genau dem Hinweis darauf, ich sagte, ich kann das nicht mehr ertragen. Glauben Sie denn, dass die Ärzte jetzt, wenn es um Protestaktionen geht, in dieser Frage auch aus dem Knick kommen und mal was machen? Ja, aber nochmal, auf dem Boden von Gesetzen und Grundgesetz werden wir alles machen, was möglich ist. Gut. Andere Branche vertritt Frau Angstmann-Koch, Redakteurin, Vorsitzende Linke Medienakademie. Sie haben ja als Verdi-Vertreterin und DJU früher, Verdi, immer auch eine ganz organische Kooperation mit dem Deutschen Journalistenverband, der sich ja als Gewerkschaft selbst versteht. Jetzt hat uns ja Göhne heute Morgen erklärt, dass durch dieses neue Gesetz mehr Einigungszwang erzielt wird. Gibt es eigentlich den Grund, diesen Einigungszwang herbeizuführen? Also erstmal, ich bin nicht die Vorsitzende der Linken Medienakademie, sondern ein Vorstandsmitglied, aber das nur am Rande. Das steht hier falsch. Nö, ich glaube nicht. Stört im Vorstand, ist egal. Also also mal voraus, wir haben jetzt ja schon ein paar Mal gehört, dass hier ein Problem mit diesem Gesetz eine Problemlage bearbeitet wird, die es nicht gibt, mit ungeeigneten Mitteln bearbeitet wird. Und es ist natürlich so, wir haben in unserer Branche bei den Redaktionen, Zeitungen, Zeitschriften, Rundfunk eine Tarifgemeinschaft mit dem DJV seit vielen Jahren. Und zwar auf dem Gebiet der Zeitungen seit 1968, damals ist die DJU tariffähig geworden, anerkannt worden nach einem Streik der Drucker und Schriftsetzer. Und ich bin überzeugt, wenn dieses Gesetz kommt, also es ist natürlich nicht immer nur einfach, so eine Tarifgemeinschaft zu bilden und eine Verhandlungsgemeinschaft zu bilden und selbstverständlich versucht die Gegenseite immer einen Keil reinzutreiben und ganz gelegentlich ist es ihr auch schon gelungen. Aber wenn dieses Gesetz käme, würde das diese Gemeinschaft absolut zerstören, vermutlich. Jede der beiden Seiten, wir würden sicher versuchen, das weiterhin aufrechtzuerhalten, aber jede der beiden Seiten müsste versuchen, im jeweiligen Betrieb zur Mehrheitsgewerkschaft zu werden, was relativ unklar ist und was den Zeitungsverlegern zum Beispiel einen unglaublichen Gestaltungsspielraum eröffnen würde. Es wäre tatsächlich von der Zusammensetzung der Mitgliedschaft von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich. Solange es sich um einen großen Zeitungsbetrieb handelt, der also mehrere Berufsgruppen beinhaltet, wäre immer Verdi die größere Gewerkschaft. In dem Moment, wo es sich um kleine Redaktionsgemeinschaften handelt, in die Verlage ihren Betrieb eventuell aufsplittern, ist es unter Umständen
Umständen der DJV oder in Einzelfällen wäre es dann auch wiederum die DJU in Verdi. Also es wäre meines Erachtens das Ende einer äußerst erfolgreichen Kooperation. Weil die Praxis ist ja, dass es eigentlich sehr harmonisch läuft, weil Hypothese ist ja der Gegner oder der Kritiker, die immer sagen, durch dieses neue Gesetz soll der Einigungszwang erhöht werden. Das Gleiche gilt ja im Grunde für die Krankenhäuser. Wenn ich das richtig verstehe, hat der Marburger Bund ja auch eine gute Kooperation mit Verdi, bis auf einzelne Spezifikationen. Also die Hypothese, die zweite Hypothese für das Gesetz ist auch im Grunde empirisch nicht haltbar. Das ist ja merkwürdig. Warum glauben Sie, Sie kennen sich ja mit Medien aus, wird mit diesen Narrativen gearbeitet? Die Öffentlichkeit spielt ja bei dem Gesetz eine große Rolle. Das der Exzess, der Einigungszwang. Ja. Also weil es bei diesem Gesetz um was geht, was in dem Titel einfach nicht enthalten ist. Es geht nicht um Tarifeinheit, das ist nicht der Punkt. Ich bin deshalb auch als Verdi-Gewerkschafterin und von meiner praktischen Erfahrung von der DJU her wirklich eine absolute Gegnerin dieses Gesetzes, weil ich überzeugt davon bin, dass es sich gegen das Streikrecht und gegen die Rechte der Arbeitnehmer als solche richtet und nicht gegen die Rechte der kleinen Berufsgruppen oder kleineren Spartengewerkschaften, sondern das wird uns insgesamt schwächen. Vielleicht ein kleiner Exkurs, weil Sie ja Journalistin sind, vielleicht können Sie erklären, wir haben ja eben rausgearbeitet, das sind einfache Narrative, der Exzess von Herrn Weselski, der mangelnde Einigungszwang, die Storytelling-Methode, die uns Herr Göhne heute Morgen zelebriert hat. Warum funktioniert das so gut in der Öffentlichkeit? Also erstens hat die Öffentlichkeit sich, glaube ich, dran gewöhnt, Auseinandersetzungen oder die Medien haben sich dran gewöhnt, die sehr stark zu personalisieren. Da hat sich der Herr Weselski richtig angeboten und ich muss sagen, dass ich es völlig unmöglich fand, in welcher Art und Weise das manche Medien gemacht haben. Ganz so, als ob die GDL, wovon ich nicht ausgehe, also ich habe jetzt vorhin erst mit Erstaunen gehört, die sei kadermäßig organisiert. Und dann habe ich mich gefragt, was ist mit der EVG, also doch einer immerhin sehr auch eingesessenen Gewerkschaft, die viele Arbeitskämpfe geführt hat. Wie führt sie die eigentlich? Aber ich nehme einfach mal an, die GDL ist demokratisch organisiert, wie das Gewerkschaften so an sich haben. Und wenn sie in den Streik zieht, dann wird da entsprechende Prozesse vorausgegangen sein, der Mehrheitsfindung, der Urabstimmung letztendlich. Gut, aber wie gesagt, der Herr Weselski, der mediale Betrieb hält sich gern an so einer Personalisierung fest und alles darüber hinaus müsste man über den Zustand der Medien und die Berichterstattung der Wirtschafts- und Politikredaktionen, gerade der Leitmedien, sprechen und das würde, glaube ich, zum sehr viel anderen Thema führen. Nee, das spielt schon eine Rolle, ja. Ein Gesetz und deren öffentlichen Kommunikation, das Storytelling um ein politisches Vorhaben ist eine relevante Sache, weil das natürlich definiert, wie zum Beispiel in der SPD über sowas geredet wird, selbst AFA-Leute und andere wichtige Entscheidungsträger werden schon gucken, wie die öffentliche Resonanz ist. Deshalb würde ich das schon als kleinen Punkt hier gerne diskutieren, weil ich frage mich, warum dann Ihre Kollegen, bezogen auf das streikfreudige Deutschland, nicht mal bei Herrn Bisping, dem Brockhaus des Tarifwesens, anrufen und die Zahlen sich reinziehen, wie viel Streiktage es wirklich gibt. Woran liegt das? Ich meine, es wird von dem Exzess geredet, der Exzess ist als Narrativ gelernt und aber nicht in der Praxis bestätigt. Können Sie das erklären, weil Sie ja das Milieu gut kennen? Ich würde sagen, also erstens mal die Wirtschaftsredaktionen, in Wirtschaftsredaktionen finden sich hauptsächlich Leute, die an den Wirtschaftsfakultäten ausgebildet sind natürlich und da wird seit mittlerweile Jahrzehnten ein bestimmter Mainstream gelehrt. Das zum Beispiel könnte zu einer Erklärung beitragen. Aber die meisten Journalisten sind ja eh abgebrochene Studenten. Das glaube ich, ich weiß nicht, wo Sie diese Erkenntnis herkommen. Aus der Statistik. Sie sind ja auch, also ich muss sagen, in meiner Redaktion kenne ich eigentlich gar keinen abgebrochenen Studenten, aber Sie wissen das sicherlich besser. Also in den meinungsbildenden Redaktionen, also Politik- und Wirtschaftsredaktionen, sind sehr viele, zum Beispiel Wirtschaftswissenschaftler. Und das spielt, glaube ich, eine Rolle, die soziale Herkunft der Journalisten, da gibt es ja nun auch Untersuchungen darüber, die ist natürlich eher aus dem Bürgertum, ist auch nicht unbedingt arbeitnehmerfreundlich. Und dann muss man sagen, der Journalist, nicht alle Journalisten haben das Bewusstsein, dass sie selbst Arbeitnehmer sind. Und sind von daher, denke ich, sehr leicht auch zu instrumentalisieren für eine bestimmte politische Richtung, die jetzt gerade der Herr Ehl ja auch ausgeführt hat, wie die sich im Bundestag manifestiert. Aber wenn Sie keine Arbeitnehmer sind, was sind die, außerirdische Wesen oder? Ein Teil der Journalisten versteht sich als Teil der Honoratioren des Systems. Aber das ist, ich muss sagen, das ist, glaube ich, was ich
etwas verändert, einfach durch die tägliche Erfahrung. Zeitungsverleger haben schon lange das Konsensprinzip aufgekündigt und behandeln ihre Journalisten mindestens so schlecht wie alle anderen auch. Und ich habe den Eindruck, dass es durchaus auch Lernprozesse auslöst. Ja. Wäre es nicht sinnvoll, nach diesem Weselski-Bashing, was ja eigentlich nicht nur Weselski trifft, sondern stellvertretend auch die Gewerkschaften mit gemeint sind. Jederzeit kann als nächstes Cockpit dran sein, wenn es nicht passt. Es kann auch Soske sein oder sonst wo. Sind Sie nicht mal auf die Idee gekommen als Verdi-Vertreterin, dass man dieses Thema im Deutschen Presserat beredet, die Stigmatisierung von Einzelpersonen, Abschneidung der bürgerlichen Rechte und anderes? Das wäre doch mal eine gewerkschaftliche Initiative, weil dort sind Sie ja im Trägerverein, wichtig, neben den Arbeitgebern. Und es wäre doch zehnmal wichtiger als irgendeine Anzeige, die falsch platziert worden ist, weil dieses Teil trifft ja nicht nur Weselski, sondern es kann jeden anderen treffen. Also der Deutsche Presserat, erstens haben wir einen Pressekodex, der natürlich so etwas eigentlich ausschließen sollte. Der Deutsche Presserat beschäftigt sich mit Beschwerden und einer wachsenden Zahl von Beschwerden, auch unter anderem wegen Verletzung von Persönlichkeitsrechten. Ich weiß nicht, der Herr Weselski weiß das besser, ob in seiner Sache schon Beschwerden da waren. Es würde mich nicht wundern, wenn der Deutsche Presserat sich schon damit beschäftigt hätte. Aber ich meinte es ja so, dass Sie als Funktionärin von Verdi mit dieser Autorität viel stärkere Wirkung haben könnten, wenn Sie das selbst auf die Tagesordnung dort setzen würden. Wie gesagt, der Presserat hat eine festgelegte Vorgehensweise und er beschäftigt sich in mehreren Spruchkammern mit Beschwerden. Und eigentlich muss ich sagen, ich sehe gar nicht, dass es nötig, also es ist immer wieder in der Praxis und ist auch immer wieder zum Beispiel Thema bei Gewerkschaftstagen, sind natürlich solche Fragen der Berichterstattung Thema. Das ist ja ganz klar. Aber dass das jetzt gerade im Presserat sein müsste, da muss ich sagen, sehe ich eigentlich das Defizit nicht, weil es den Pressekodex gibt, weil es die Beschwerdekammern und Spruchkammern gibt. Und zum Beispiel die DJU in Verdi hat ihrerseits auch einen Kodex, ein Berufsbildjournalismus, wo eigentlich relativ klar ist, was man macht und was man nicht macht. Alles darüber hinaus kann man nur in der Tat am aktuellen Fall diskutieren und das wird in der Berufsgruppe durchaus getan. Allerdings muss man sagen, da gibt es auch noch einige andere Themen, die zu diskutieren sind und nicht nur dieses. Ich habe mich falsch ausgedrückt, das war mein Fehler, weil ich dachte natürlich, Weselski ist schon ein Fall, an dem man was konkret festmachen kann und solche Fälle müssen sanktioniert werden, damit überhaupt eine Mahnung da ist. Das Papier an sich bringt ja nichts. Das ist ein Kodex, gegen den ist verstoßen worden, aber er steht im Regen. Das wäre ja jetzt ein Punkt der Solidarität, zu sagen, hier ist eine Grenze überschritten worden. Und ich glaube, indem das gesellschaftlich nicht gelernt ist und von den Gewerkschaften auch nicht angestoßen wird, kann es jederzeit jedem anderen wieder passieren. Weil es eine strategische Grundlinie, einzelne Personen zu stigmatisieren und er steht für die Rolle des Gewerkschafters. Und ich habe nicht gesehen, dass die großen Gewerkschaften ihm zur Seite gesprungen sind. So meinte ich das. Das war aber mein Irrtum, das nicht sauber formuliert zu haben. Wir kommen jetzt zu dem Verdi-Vertreter würde gerne mal wissen von Herrn Professor Schubert, der ist Leiter der Abteilung Recht und Rechtspolitik bei Verdi, wie Sie so die Argumente heute verarbeitet haben. Ist das für Sie, nachdem Sie auch kritisch sich an die Spitze der Bewegung quasi gesetzt haben, am Anfang, nachdem Sie Ihren Kurs korrigiert haben, ist das Ermutigung? Saugen Sie da neue Argumentationen raus aus dem, was Sie gehört haben, oder beeinflusst das Ihre strategische Orientierung? Ja, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank, dass ich auch sprechen darf nach drei Schnellbooten der Tanker. Der Tanker Verdi, aber Sie kennen ja unser Motto, wir sind die Guten. Zunächst zum Thema Storytelling. Ich will mal anfangen mit einem Zitat der stellvertretenden Vorsitzenden des DGBs, Elke Hanack. Wir diskutieren hier über wichtige Themen, über verfassungsrechtliche Themen, über Themen, die uns betreffen, aber die Arbeitnehmerin, der Arbeitnehmer draußen, die fragt sich natürlich, warum wir beim Organisationsgrad von, sagen wir mal, 25% uns nicht damit beschäftigen, wie wir 20, wie wir die 80% mal organisieren. Also das wäre mal eine entgegengesetzte Story, die man dagegen setzen könnte. Genauso wie ich bei dem Brockhaus nachfragen würde, dass ich mal valide Zahlen bekomme von den Arbeitgebern. Das heißt, ich möchte gerne mal wissen, wie viele OT-Mitgliedschaft haben wir? Wie sind denn da die Erosionen? Das ist kein Vorwurf, die geben die halt nicht raus. Aber das gehört eben auch dazu, zu einer Analyse der Situation. Selbstverständlich ist hier vieles, was ich mitnehmen kann, ist da gar keine Frage. Und es ist auch, glaube ich, hier jedem im Saal klar, spätestens seit heute, aber allen auch schon vor, dass
wer die eigentlich im Hintergrund immer mitschwingt. Bei dem Thema Streikrecht in der Daseinsvorsorge, welche Branchen waren denn das? Das waren zu 100% unsere, zu 100% Verdi. Das Thema Tarifeinheit ist für eine Multibranchengewerkschaft ganz anders zu bewerten und wird auch ganz anders bewertet, als es bei einer Industriegewerkschaft der Fall ist. Ist doch völlig klar. Und völlig klar ist auch, dass wir einen Prozess durchgemacht haben, der, wie sich das gehört, eben wurde das angesprochen, einer demokratischen Organisation, dass wir diskutiert haben. Aber ich will auch mal sagen, dass auch die Position, die ursprünglich 2010 bedacht wurde, auch nicht aus der Hand gefallen ist, sondern es gab damals Prognosen, die haben sich meines Erachtens empirisch gesehen als falsch dargestellt. Das haben wir gerade vorgelegt. Ich will aber auch mal ein Argument bringen, verfassungsrechtlicher Art, was hier wahrscheinlich noch gar nicht gefallen ist, ganz früh heute Morgen, nämlich die Frage, was passiert mit der Qualität der Rechtsnormen? Uns hat ursprünglich auch die Sorge bezogen, wenn es tatsächlich zu einer Zersplitterung kommt. Tarifverträge setzen Rechtsnormen. Irgendwann einmal könnte man sich natürlich die Frage stellen, ob Tarifnormen immer noch in der Lage sind, abstrakt generell Fragen zu lösen, und kommt ihnen in der Tat zukünftig noch eine Qualität zu, wie es Gesetzen zukommt. Und hier gab es bestimmte Sorgen. Diese Sorgen haben sich nicht eingestellt, und es gab auch eine bestimmte Diskussion, die in eine andere Richtung geführt hat. Meines Erachtens zu Recht, aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, dieses Gesetz greift meines Erachtens selbstverständlich in das Streikrecht ein. Ob indirekt oder direkt, ist mir ehrlich gesagt relativ Wumpe. Denn sollen wir jetzt streiken für ein Nachzeichnungsrecht? Soll Verdi vielleicht einen christlichen Tarifvertrag nachzeichnen? Das ist absolut indiskutabel. Das zweite ist, dass dieses Gesetz auch handwerklich an vielen Stellen problematisch ist, immer dann nämlich, wenn in der Begründung mehr steht als im Gesetzestext. Das ist natürlich dann handwerklich relativ schwierig. Das führt nämlich seinerseits dazu, dass Rechtssicherheit fehlt. Ich will aber auch sagen, das, was der Kollege der EVG gesagt hat, es gibt in der Tat, wie ich finde, zu Recht Überlegungen zu sagen, dass der Grundsatz ein Betrieb, eine Gewerkschaft, ein Tarifvertrag auch etwas für sich hat, das bedenkenswert ist, nur nicht zum Preis der Aufgabe des Streikrechts. Da ist dann die Grenze. Aber darüber nachzudenken, wie man das Problem der Gewerkschafts- und Tarifvielfalt löst, das ist Anlass allemal. Und da gibt es meines Erachtens politische Überlegungen, die sich zum Beispiel in dem Thema Tarifgemeinschaft widerspiegeln, die sich zum Beispiel in dem, was Wolfgang Däubler angerissen hat, der sogenannten gewillkürten Tarifpluralität, dass man darüber mal nachdenkt, an welchen Stellen man feinjustiert mit den Konkurrenzen, die man hat. Dieses Gesetz jedenfalls wird vielleicht die GDL treffen, aber die Bereiche, die Verdi hat, wo es also keine Überschneidungsbereiche gibt, da geht das Gesetz völlig fehl, und ich teile die Einschätzung, dass das der Türöffner ist für weitere Überlegungen, die wir natürlich nicht zulassen können. Aber noch einmal, der erste Punkt ist mir wirklich wichtig. Es ist meines Erachtens zu defensiv, wenn wir Abwehrhaltung, Verfassungsrecht bringen, das ist auch in der Bevölkerung zu hölzern. Wir müssen ein bisschen offensiver werden. Was will die Gewerkschaft? Was wollen Können wir Sie das übersetzen? Wie das wäre so ein Slogan? Das hat hier jeder verstanden. Was heißt das auf Deutsch? Übersetzen Sie es nochmal. Ich habe es nicht verstanden, weil ich bin nicht jeder. Naja, wenn wir uns überlegen, Tarifeinheit, dann müssen wir sagen, wie erschließen wir die Betriebe, wo wir nicht drin sind? Also wie gehen wir konkret an Bereiche ran? Digitalisierung. Da sind neue Strukturen, wir haben jetzt die großen Projekte Industrie 4.0, da fehlen uns aber Konzepte, allen Gewerkschaften fehlen Konzepte. Da müssen wir mal ein bisschen Gehirnschmalz reinlegen, um da reinzubekommen. Dann müssen wir alle als Gewerkschaften überlegen, insbesondere aber die Einheitsgewerkschaften, wie führen wir Tarifverhandlungen, wen müssen wir in Blick nehmen. Nehmen wir im Blick die aktuelle Mitgliedschaft, eine zukünftige Mitgliedschaft, beides, wie müssen wir eingehen. Das heißt Solidarität. Um es mal platt zu sagen, ist keine Einbahnstraße. Wir müssen dorthin gucken. Solidarität ist aber auch natürlich von der anderen Seite nur eine Spezialisierung oder einen Berufsgruppenblick. Dieses Plädoyer werden Sie von einem Vertreter einer Einheitsgewerkschaft natürlich nicht hören. Das ist im Grunde so ein bisschen die Diskursorientierung, wie der Ramelow als politischer Mensch heute Morgen argumentiert hat. Also heißt, dieses Thema ist auch Anlass für die Gewerkschaften, ihre grundsätzliche Strategie, Mobilisierungsfähigkeit etc. zu überprüfen, zu justieren. Weil Sie sagten, das hat jeder verstanden. Habe ich so richtig verstanden? Ich hoffe es doch. Okay. Nicken Sie mal bitte. Okay.
Herr Professor Schubert, dass Sie als Letzter rankamen, hat nichts zu tun, dass man Verdi nicht sozusagen schätzt. Von hinten stechen die Bienen. Ja, verstehen Sie, ich hatte auch den Auftrag, dass die kleineren Gewerkschaften in Anführung jetzt bei diesem Panel auch zu Wort kommen. Aber Sie kriegen auf jeden Fall die gleiche Zeit paritätisch wie bei Tarifverhandlungen. Die Frage ist für mich, wie ernst ist Ihnen als Verdi dieses Thema eigentlich? Sind Sie kampfentschlossen oder würden Sie sagen, jetzt haben wir das so eskaliert, auch intern in den Gewerkschaften, wir müssen jetzt mal klein beigeben? Es gibt ja in den Konfliktanalysen den Punkt sozusagen, der dann überschritten ist, danach sind beide Partner ermattet und es geht nach unten. So wie die Caritas-Beratung, wenn eine Ehe schon längst kaputt ist und dann gehen die nochmal zur Therapie. Wo sind Sie? Wollen Sie weiterkämpfen oder haben Sie den Zenit überschritten? Der Verdi hat nie den Zenit überschritten. Das muss ich ablehnen. Da kann ich an das anknüpfen, was Kollege Greiner gesagt hat. Wenn wir diese Diskussion haben um Tarifeinheit, da hängt, so platt das klingen mag, alles mit allem zusammen, jede Schraube, wenn ich an dieser drehe, verändert sich was an anderer Stelle. Das heißt, es ist auch nicht so schwarz-weiß. Also wenn ich Streikrecht in der Kirche mache, dann weiß ich, dass ich auf der richtigen Seite sitze. Aber wenn bei diesem Thema Tarifeinheit, da ist das Problem, dass es natürlich durchaus, jetzt nicht das, was Göhner sagt, aber durchaus Überlegungen geben mag, zu sagen, dieser Entwurf berührt eben nicht das Streikrecht und ist deswegen genau das, was man sagen kann, wir wollen Tarifeinheit, aber nicht das Streikrecht berühren. So, das ist die Diskussion. Oder ich verändere was. Aus Sicht der Verdi kann ich sagen, wir sind jetzt gegen den Gesetzesentwurf, dass das ganz klar ist. Wir versuchen unsere Wege auszuschöpfen, ich sage ungern Lobby, weil eine Gewerkschaft ist kein Lobbyverband. Eine Gewerkschaft ist einer, der autonome Rechtsetzung mitbetreibt. Deswegen sind wir kein Lobbyclub. Aber Sie werden jetzt nicht aufgeben, weil Sie sagen, jetzt ist das so scharf und so eskaliert, jetzt gehen wir mal klein bei, wie vorher, so, Sie marschieren. Wieso wie vorher? Am Anfang war Verdi da auch durchaus offen für sowas. Es gab einen Vorschlag, dieser Vorschlag wurde diskutiert, es gab dann Abstimmungen und wie Sie das gehört, hat sich für diesen Vorschlag keine Mehrheit gefunden. Das ist was ganz Normales. Okay. Und im Gegensatz zu anderen Einrichtungen, halten wir uns an das, was dann die Mitgliedschaft sagt. Übrigens, eine Kurskorrektur ist ja nichts Ehrenrühriges, im Gegenteil. Für mich ist die Frage, warum haben Sie sich jetzt bezogen auf die anderen konkurrierenden Gewerkschaften im DGB und den DGB selbst für Ihre Verhandlungen nicht einen Mediator genommen? Ein schönes Essen, lange Zeit, Wochenende und reden das mal aus, weil dieser Kampf untereinander ist ja auch am Ende nicht produktiv. Sie sprechen ja jetzt etwas an, was außerhalb der Diskussion zu Tarifeinheit steht. Und wir brauchen keinen Mediator, außerhalb. Ich stelle ständig die falschen Fragen. Das ist irgendein Fehler. Der Punkt ist der, dass es ja ungut ist, wenn nicht alle Gewerkschaften im DGB an einem Strang ziehen. Das wäre ja günstiger. So habe ich sozusagen in der Schule Gewerkschaftspolitik und so gelernt, dass es günstiger ist, an einem Strang zu ziehen, um dann eine Richtung zu gehen. So meinte ich das. Mit anderen Worten übersetzt, ist es noch möglich, dass Sie sich mit den anderen Akteuren im DGB einigen auf eine Linie? Also zunächst mal gibt es ja zum Thema Tarifeinheit eindeutige Beschlüsse. Diese Beschlüsse sind mit überwältigender Mehrheit gefasst worden. Das ist eine einheitliche Position, erstens. Zweitens, sofern das, und da kann man durchaus drüber nachdenken, dieser Entwurf des Tarifeinheitsgesetzes in seiner Konsequenz auch Situationen berührt, die den DGB berühren, haben wir bestimmte Mechanismen, die eine Mediation quasi entbehrlich machen. Wir haben vorhin gehört, dass Kollegin Wendeling-Schröder in einem dieser Gremien sitzt. Das heißt, da gibt es Mechanismen. Die haben sich jahrelang bewährt und die würden wir erstmal ausschöpfen. Und sie sind auch angelegt im Gesetz, denn das Gesetz sagt, dass die Kollisionslösung subsidiär ist zu anderen Mechanismen. So, und dass das Thema unterschiedlich diskutiert wird im DGB, ist selbstverständlich deshalb gegeben, weil die Betroffenheit unterschiedlich ist. Es gibt Gewerkschaften, die haben eben eher, sagen wir mal, weniger Multibranchenstrukturen und da wird dann eben die Situation anders gewichtet. Das heißt aber nicht, dass eine andere Gewichtung gleich dazu führt, dass man im ewigen Streit verhaftet ist. Also im Grunde ist eigentlich ziemlich clever von Herrn Göhner und seinen Strategen, wie sie das Ganze eingefädelt haben, oder? Soll ich jetzt Herrn Göhner beurteilen? Ich finde Herrn Göhner nicht gut. Aber die sozusagen den Molotow-Cocktail, den er quasi in die Gewerkschaftsszene reingefeuert hat, ist doch nicht unklug. Vielleicht. Ich sehe schon, wissen Sie, was ich meine? Sie sind noch dran.
Ich bin noch dran, ja. Also so ganz genau weiß ich nicht, was Sie wollen. Sie wollen mich dazu bringen, dass ich sage, wie schrecklich es im DGB ist. Der DGB wird nicht gelingen. Ich will von Ihnen hören, wie Sie selbst es einschätzen, dass durch diesen Konflikt es auch innerhalb der Gewerkschaftsbewegung massiven Zwist gibt. Ob das den Schaden, der damit verbunden ist, vom sozialen Kapital, wie Sie den einschätzen, so wollte ich das eigentlich. Gut, das ist so ein bisschen die Frage, was ist die Henne, was das Ei? Also ich hätte mir natürlich gewünscht zum Beispiel, dass der Marburger Bund, sage ich auch ganz offen, die Tarifgemeinschaft nicht aufkündigt, sondern darüber nachdenkt, wie man, dass die sich vielleicht mit uns eine Mediation gegönnt hätten. Das hätte ich mir gewünscht. Ja, das ist halt die Frage, was war zuerst da? Und dann ist die Frage natürlich, wie wird die Situation eingeschätzt? Dass dieses Auseinandergehen war ja der Anlass, war der Gegenstand des Verfahrens 2010 vom BAG. Das darf man ja auch nicht vergessen. So, also das hat ja nicht Verdi inszeniert. So, und vor diesem Hintergrund mussten wir uns dann mit einer neuen Situation zurechtfinden, dass Tarifeinheit nunmehr erstens seit mehreren Jahrzehnten nicht mehr gilt und zweitens auch noch der Auflösungsmechanismus sich verändert von Spezialität zum Mehrheitsprinzip. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, wie das hier festgestellt werden soll, dass an dieser Stelle der Gesetzentwurf handwerklich katastrophal ist. Aber Herr Weselski, wenn Sie als Kader, wie wir gelernt haben, im DGB wären und da die Linie führen würden, wäre das alles nicht passiert. Da wären die alle auf einer Linie. Kann man das so sehen? Ist das eine Führungsaufgabe auch, da eine Einheit herzustellen? Also das mit der Führungsgewerkschaft, das will ich ja überhaupt nicht bestreiten, habe ich von meinem Amtsvorgänger übernommen. Die GDL ist sehr stark auf den Vorsitzenden ausgerichtet und der Vorsitzende ist in der Lage, einen Streik vom Zaun zu brechen, ohne dass das letzte Mitglied in unserer Organisation die eigentlichen Hintergründe kennt. Das hat aber was mit Vertrauen zu tun und nichts mit dem Führerprinzip. Wir haben unsere Mitgliedschaft noch nie enttäuscht und wegen einer Schachtel Zigaretten in den Streik geschickt. Das ist der Hintergrund. Und an der Stelle, verzeihen Sie mir, also mir juckt es hier, ich bin ja bloß Lokführer, aber was hier so an Plattitüden auf den Tisch kommt, das ist für mich unglaublich. Wir sprechen hier von einem Betrieb, eine Gewerkschaft. Leben wir im Jahr 2015 oder sind wir bei 1950 angelandet? Waren es die Arbeitgeber, die Betriebe zerlegt haben, die jeden Tag eine neue Ausgründung auf der grünen Wiese gemacht haben, oder waren es die Gewerkschaften? Wir reden hier, als wären wir in einem anderen Zeitalter. Ich kenne Betriebe, die sind zerlegt in Einzelteile, da sind jede Gruppierung für sich als GmbH auf die Wiese gesetzt, immer mit dem Ziel, niedrigeres Einkommen in der neu gegründeten GmbH auf den Tisch zu bringen. Und ich sehe Gewerkschaften, die seit Jahrzehnten genau diesen Ereignissen hinterherlaufen. Übrigens wir auch. Es ist nie so, dass die GDL bundesweit 99% aller Lokomotivführer in allen Eisenbahnverkehrsunternehmen organisiert. Wir haben uns das schwer erarbeitet, einen liberalisierten Markt aufzumischen, Eisenbahnverkehrsunternehmen zu bestreiken, die sich dadurch auszeichnen, dass sie wie Mittelständler durch die Gegend laufen und verheimlichen, dass sie im Hintergrund große Konzernstrukturen abbilden. Die GmbH haben alle einen extra Namen, damit sie nie merken, dass es eigentlich der Veolia-Konzern ist, dass es dahinter der Netinera-Konzern mit der italienischen Staatsbahn ist. Geschickt gemacht. All das haben wir in den letzten Jahren auseinandergenommen, zerlegt in die Einzelteile, analysiert und strategisch aufbereitet einen Eisenbahnverkehrsmarkt. Und ich bitte, hier das Wort Branche, das tut mir auch weh. Ich weiß gar nicht, was eine Branche ist. Verkehr ist eine Branche. Wenn wir glauben, dass eine Verkehrsgewerkschaft das alles wuppt, na dann gut Nacht und kein Bett. Und also ein Betrieb, eine Gewerkschaft ist der größte Hammer, den wir als Gewerkschaften überhaupt in der heutigen Zeit nochmal in den Mund nehmen können. Was heißt Hammer? Was, die Moral, ja, was wollen Sie sagen? Was die ich kenne das Wort, das verwenden immer die Arbeitgeber. Ich habe eins gelernt bei einer Einheitsgewerkschaft, unter der ich auch mal eine Zeit lang noch nicht mal gelitten habe, sondern arbeiten musste. Ich war im FDGB. Ich nehme hier Arbeitgeber wahr, die These in die Welt setzen, unwidersprochen, wiederholt von aller Welt, ein Betrieb, eine Gewerkschaft. Haha. Ein Arbeitgeber, ein Betrieb, kenne ich nie. OT-Mitgliedschaften. Zerlegung. Herr Bisping hat vor uns den Luftverkehrssektor aufgezeigt. Sehen Sie auf einem Schaubild, was Sie daraus gemacht haben. Kleinteilig. Da ist die Sicherheit. Da ist das Vorfeld, jeder für sich. Was bedeutet das für unsere Tarifeinheitsgesetzdiskussion? Ich kann Ihnen ganz einfach sagen, dass wir hier in der klassischen Falle sind.
Wir zerlegen uns auf der Gewerkschaftsseite, während sich die anderen im Prinzip in der Champagnerbadewanne wälzen können und vor Lachen nicht mehr einkriegen. Das ist die Realität. Wir sind doch die Deppen der Nation, während die Arbeitgeberseite erfolgreich ist. Wieso kommen wir denn nie im Gegenzug auf die Idee, eine Tarifeinheit auf Arbeitgeberseite zu fordern? Wo ist denn die politische Kraft, die ein Tarifeinheitsgesetz für Arbeitgeber herstellt? Die gibt es nicht. Übrigens, ich verbinde nicht, das tut mir leid an der Stelle, auch in der heutigen Runde, ich verbinde nie automatisch die Gewerkschafterarbeit mit einer politischen Partei. Das mag man mir zugute halten oder auch nicht zugute halten. Ich habe auch so meine Schwierigkeiten mit meiner eigenen Parteimitgliedschaft im Augenblick. Ich bin CDU-Mitglied. Aber am Ende des Tages verknüpfe ich die beiden Dinge nicht miteinander und die GDL ist nie ein verlängerter Arm der CDU oder der CDA. Aber solche, ich halte übrigens das in der Vergangenheit wahrscheinlich absolut richtige Instrument in der heutigen Zeit mindestens mal für zu überprüfen. Und wenn ich dann nochmal darauf abstellen darf, also Tarifeinheit, Kollege Müller, der spricht ja davon, dass die EVG gegen das Gesetz zur Tarifeinheit ist. Ich bitte da schon, die Sätze zu vervollständigen. Die EVG hat sich über eine kurze Zeit gegen das Tarifeinheitsgesetz gestellt, weil die im Gesetz verankerte Betriebsstruktur zu ihren Ungunsten ist, weil am Ende des Tages noch 26 Betriebe übrig bleiben würden, die von der GDL tarifiert werden. Sie verlangt, dass der Betrieb das Unternehmen ist. Ja, das finde ich doch klasse. Das heißt also, die Gewerkschaften arbeiten dem Arbeitgeber direkt in die Hand, damit er die Struktur bekommt, mit der Gewerkschaft, die anerkanntermaßen und bewiesenermaßen im Organisationsgrad die schlechtere ist. Also ich lerne Mehrheit völlig neu. Ich lerne übrigens auch Solidarität völlig neu. Das, was ich in den letzten Monaten erlebt habe, meine Damen und Herren, hat für mich zu einem inneren Überprüfungsprozess geführt, welche Worte ich in Zukunft noch verwende. Ich bin 100% davon überzeugt, dass Lokführer solidarisch sind und nicht nur untereinander, sondern mit anderen beschäftigten Gruppen. Ganz konkret, Bordgastronom, Zugbegleiter. Hat mal jemand die Frage beantwortet, was unsere Stewards für eine Wirkung im Streik erzielen würden? Keine. Macht ja nichts. Miesesten Arbeitsbedingungen, niedrigste Eingruppierung, aber diejenigen, die sich der Sache annehmen, werden von der ganzen Welt als Entsolidarisierer beschimpft. Ich finde es klasse und deswegen, Kollege Müller, ja, ich habe das Ganze von Beginn an, und zwar schon weit in 2013, eigentlich schon in 2012, als gesellschaftspolitisches Problem betrachtet. Und wenn die GDL 5 Gegner ausmacht, dann ist das ein Faktum. Oder wenn mir hier einer beibringt, dass die EVG unsolidarisch zur Seite sprang oder der DGB oder irgendjemand von der BDA oder der Deutschen Bahn AG der Meinung war, dass das hier alles so nie sein durfte. Das ist zum Schluss die Bundesregierung mit einer Gesetzgebung an uns exemplarisch vollzieht, habe ich mir nie ausgesucht. Aber ich hatte die Frage zu beantworten, ob wir es mitmachen. Und wir haben es nie mitgemacht, wir haben uns dagegen entschieden. Und an der Stelle darf ich auch nochmal Danke sagen. Okay, aber all die Veranstaltungen, die ich in den letzten Monaten besuche, dient einem Ziel, eine gesellschaftspolitische Diskussion um das, was hier eigentlich abgeht. Und da bin ich parteiübergreifend und gewerkschaftsübergreifend unterwegs. Und eins lasse ich mir nie nehmen, mein Optimismus, irgendwann haben es alle verstanden. Okay. Aber da kann es zu spät sein. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Herr Göhner zum Beispiel und seine politische Szene das, was Sie jetzt als Kampfrhetorik gesagt haben, auch missverstehen kann. Mhm. Nämlich als Bestätigung dafür, dass es das Einheitsgesetz geben muss, weil die Gewerkschaften sich so spinnefeind sind und Sie quasi, wie eben zitiert, quasi die gegnerische Gewerkschaft oder die konkurrierende Gewerkschaft als Feindbild Nummer 1 klassifizieren. Das ist natürlich auch eine problematische Sache, weil das führt in der Praxis ja zu vielen Verwerfungen. Wissen Sie, Sie müssen mal die Frage beantworten, was eine Gewerkschaft der anderen antun kann. Das Einzige, was sie der antun kann, ist Mitglieder wegnehmen. Und da sage ich mal ganz munter, man kann niemanden Mitglieder wegnehmen, der fast keine hat. Ende der Durchsage. Im Organisationsgrad bei Zugbegleitern hat die GDL mittlerweile 30% organisiert. Es gibt niemanden in den Eisenbahnverkehrsunternehmen der Deutschen Bahn AG, der mehr organisiert. Der Rest gehört in das Reich der Fabel. Wer nämlich hier so tut, dass wenn die GDL 30% organisiert, automatisch 70% bei der anderen Gewerkschaft sind, der kommt nie von der Welt. Wir reden hier über ein Klientel, das bei 50% Organisationsgrad ist. Und ich bin nie hier,
um den Gewerkschaftstwist fortzusetzen. Ich bin hier, um mal die Augen zu öffnen. Es geht um die Nichtmitglieder. Es geht um die Verwaltung von Nichtmitgliedern. Wer daraus Macht generieren will, der kann in der Zukunft nie erfolgreich sein. Und deswegen lade ich herzlich ein, sich mal zusammenzutun und mehr Mitglieder zu machen. Und nicht darüber zu fabulieren, wer denn hier nun zuerst da war, Ei oder Henne. So etwas Ähnliches haben wir heute ja schon mal gehört von niemand anderem. Herr Ehl, wie sehen Sie das, diese doch feindliche Stimmung in dem Einzelbereich? Und auch was der Verdi-Kollege gesagt hat, war ja auch an Sie adressiert, ja, dass Sie im Grunde aus der Solidarität ausscheren. Da ist doch ein bisschen was dran. Dass Sie quasi sozusagen Ihren Luxusbereich ausstaffieren und Hauptsache, Sie machen für Ihre Zielgruppe, den Ärzten, denen es ganz gut geht, den Job, aber ja, die anderen lassen Sie links liegen. Ja, das sieht so auf den ersten Blick so aus, so war es aber überhaupt nicht gewesen. Der Grund, dass wir die Verdi die Verhandlungsvollmacht entzogen haben, lag darin, ganz einfach. Das war ja damals die Zeit des Übergangs vom BAT zum TVÖD. Wir haben, als wir zum ersten Mal die Tabellen gesehen haben, das war Anfang 2005, ich kann mich gut erinnern, wir hatten im Frühjahr dann unsere Hauptversammlung gehabt, haben einfach die Ärzte angefangen zu rechnen und haben festgestellt, dass diese Überleitung nicht richtig geklappt hat. Sie wissen ja, die WRT-Geschichte, da gab es dann noch diese Stufensprünge zu den ungeraden Jahreszahlen und so weiter. Die Ärzte waren aber im Schnitt 2 Jahre älter als die anderen Akademiker und in der Überleitung waren die Ärzte einfach, hatten Verluste hinzunehmen. Das war der ganz banale Grund. Wir haben dann gesagt, wir geben uns ein halbes Jahr Zeit und werden mit Verdi auch nochmal reden. Das haben wir auch gemacht. Ich kann mich an eine legendäre für uns Sitzung mit Frank Zirske im September 2005 erinnern. Wir hatten an dem Wochenende dann unsere Hauptversammlung gehabt und da ging es um die Frage, ob er nochmal nachverhandelt für die oberen Vergütungsgruppen, zu denen die Ärzte nun mal aufgrund ihrer Ausbildung gehören und ihrer Verantwortung. Und da hat er gesagt, für eine Berufsgruppe, bei der er einen Organisationsgrad von 1% hat, wird er diese Geschichte nicht noch einmal aufmachen. Er hat dann noch ein bisschen was gesagt und die ihren Arsch auch nicht hochkriegen. Das war seinerzeit die Situation gewesen und daraufhin haben wir gesagt, wir machen uns tarifpolitisch selbstständig. Das war der Punkt. Das war aber nicht gegen Verdi, das möchte ich nochmal ganz deutlich sagen. Wir hatten massive Diskussionen bei uns gehabt, nämlich diese Frage der Solidarität. Wir arbeiten in den Krankenhäusern mit der Pflege zusammen, wir sind in denselben Betriebsräten. Ärzte können überhaupt nicht in die Betriebsräte gewählt werden, wenn nicht die Pflege mitstimmt. Im Schnitt sind die Ärzte 14% der Belegschaft. Da können wir noch so einen hohen Organisationsgrad haben. Im Grunde genommen können wir ohne die Pflege nicht gewählt werden. Schauen Sie sich heute mal an, in vielen Betriebsräten, wir machen Kampagnen seit 2005, sind wir jetzt plötzlich auch dabei, weil es eine gute Kooperation gibt. Aber hier mussten wir einfach für unsere Mitglieder etwas tun. Deswegen haben wir uns tarifpolitisch selbstständig gemacht. Und mir haben auch unsere Leute, die schon lange dabei waren, immer diese Zahlen der Tarifspreizung, die abgenommen hat, vorgehalten. Also Tarifspreizung, Differenz zwischen der untersten zur obersten Gruppe. Ich habe da noch so eine Zahl. Ich weiß nicht genau, ob sie stimmt, das können dann die Herrschaften von der Hans-Böckler-Stiftung besser sagen, aber 1980 lag die Tarifspreizung bei ungefähr 5,4 von der untersten zur obersten Gruppe und die ist jetzt abgenommen auf ungefähr 3,7. So, das ist die Geschichte. Wir reden immer über Verteilungsgerechtigkeit. Das, insofern können Sie sagen, wir machen mit den Sockelbeträgen, die wir abschließen, machen wir eine gute Politik für unsere Klientel, für die auch eher im unteren Bereich angesiedelte. Aber für uns war das schlechterdings nicht zu ertragen, weil das Wort Leistungsgerechtigkeit auch eine Rolle spielt. Und die war nicht mehr gegeben. Jetzt denke ich, das wäre eine Diskussion, die wir innergewerkschaftlich durchaus ja führen können. Aber hier zeigt es doch jetzt gerade, dass jetzt diese Saat dieses Tarifeinheitsgesetzes durchaus aufgeht. Wir Gewerkschaften fangen an, uns deswegen da zu kloppen. Das kann gar nicht sein. Wir können das intern diskutieren, diese Geschichte. Und wir sind gerne bereit, mit Verdi über alle möglichen Dinge auch wieder zu sprechen. Und wir haben gemeinsame Themen, zum Beispiel Kirchen. Es gibt von den 2000 Krankenhäusern sind über 500 im kirchlichen Bereich. Blöder dritter Weg, ja, wo wir gemeinsam auch sozusagen oder in Parallelverfahren dagegen vorgehen. Da können wir vieles abstimmen. Aber doch bitteschön nicht zugunsten der Arbeitgeber. Und genau das hat Göhner jetzt erreicht. Genau das, was wir hier erleben. Also Tarifeinheit, genial, genial politisch. Tarifeinheit soll, ja, Gewerkschaften sollen sich einigen. Wie bitte? Ja. Weshalb sollen das wir uns einigen im Vorfeld von irgendwelchen Tarifverhandlungen? Das wäre der hehre Grund. Die Tarifeinheit ist der Kern dieser ganzen Geschichte. Oder Einheit ist... Für die Tarifautonomie, wo steht denn das? Das ist doch dummes Zeug.
Pluralität, das hat übrigens das BAG 2010 gesagt, übrigens auch das Gutachten Di Fabio, die Pluralität ist der Kern von Artikel 9 Absatz 3 und nicht die Einheit. Okay, wir haben jetzt die richtige Betriebstemperatur, wir haben alles genau, langsam. Einen Satz noch. Aber was ein neues Argument? Ja, noch was ganz anderes. Okay. Die Geschäftsgrundlage für den Koalitionsvertrag ist entfallen. Das wollte ich sagen. Da steht nämlich unter anderem drin, dass die in Übereinstimmung mit den Sozialpartnern dieses Gesetz durchgewunken werden soll. Und wenn wir da mal zählen, und das deswegen, das wollte ich auch noch sagen, deswegen ist es so wichtig, dass Verdi ausgestiegen ist. Verdi, GEW und NGG, dazu der Beamtenbund und die paar kleinen Gewerkschaften, die sonst noch, sind auf jeden Fall mehr als die IG Metall und das, was noch ansonsten im DGB drin ist. Das ist eine Geschichte, die wird immer, die Frau Nahles sagt immer, ich rede mit Herrn Hoffmann und ich rede mit meiner IG Metall. So, das reicht mir. Die sagen, alles ist gut mit diesem Tarifeinheitsgesetz, das ist es gar nicht. Die Mehrheit der organisierten Arbeitnehmer, mal von den anderen ganz abgesehen, ist gegen dieses Tarifeinheitsgesetz und da müsste man auf jeden Fall auch noch einmal ansetzen. Aber Sie haben vergessen, Verdi zu erwähnen, die sind auch recht. Okay, die Großen. Sie haben gesehen, wir haben jetzt gespiegelt den Spannungsbereich, der nicht ganz ohne ist, die richtige Betriebstemperatur, wenn Sie mögen, das zu ergänzen, kommt gleich auch nochmal dran, ich wollte nur mal schon anwärmen, wer Fragen stellen will, wer noch Dinge, die noch nicht geklärt sind, klären möchte, hat die Gelegenheit dazu und dann machen wir zwei kurze Statements noch vorher von dem Kollegen von der Gewerkschaft, Eisenbahner als Replik und dann von Ihnen. Und dann kommen Sie dran. Ja, es sind ja so ein paar verschiedene Aspekte eingeworfen worden. Zum einen natürlich die Zersplitterung der Betriebsstruktur. Richtig ist, dass es im Bahnkonzern wohl über 300 Betriebe gibt. Eigenständige, betriebsverfassungsrechtliche Betriebe. Und genau das ist der Punkt. Wenn das Tarifeinheitsgesetz so käme, wie es zurzeit im Entwurf ist, hätten wir in den 300 Betrieben in der Tat eine Art Häuserkampf. Und das lassen Sie mich mal aus der Sicht der bisher, denke ich, erstmal einzig Betroffenen, wo es tatsächlich Konkurrenz gibt, berichten, genau zum Organisationsgrad. Der Herr Wieselski hat ja recht, wenn er sagt, es geht um Nichtmitglieder. Ja, da müssen wir uns mal Gedanken machen. Und wir kommen mit diesem Streit nämlich nicht zum höheren Organisationsgrad, sondern dieser Streit führt dazu, dass die EVG mit 60% insgesamt über alles, das ist in unterschiedlichen Betrieben ganz unterschiedlich, Organisationsgrad und die GDL mit ihrem Organisationsgrad, vielleicht im Bahnkonzern, insgesamt einen Organisationsgrad von 70% hat und nicht von 20%, wie es bundesweit ist. Der Bahnkonzern als Gesamtes ist nämlich noch relativ gut organisiert. Der Streit führt aber dazu, dass sich gegenseitig die Mitglieder abgeworben werden mit meines Erachtens zum Teil falschen oder nur Halbwahrheiten, werden sie rübergezogen, gehen in die andere Gewerkschaft, stellen da fest, die kochen auch nur mit Wasser, sind enttäuscht und treten aus und sind für die Gewerkschaften insgesamt verbrannt und keiner kommt mehr ran. Und es führt dazu, dass die, die noch nicht organisiert sind, sich nur sehr schwer organisieren lassen, sondern die sagen, wir warten erstmal ab und gucken uns das Ganze mal an, weil von eurem blöden Streit haben wir auch die Schnauze voll. Und da führt das nämlich genau nicht zur Erhöhung des Organisationsgrades, sondern das führt zum Kleinkrieg, sich gegenseitig die Mitglieder abzujagen, statt gemeinsam die Nichtorganisierten anzugehen. Und im Großen und Ganzen, wenn man mal die Bundesrepublik sieht und nicht den Bahnkonzern, haben wir da die gleiche Situation. Wir streiten uns innerhalb vom DGB, wer wo zuständig ist, weil irgendwelche Firmen ihre Organisation ändern, Arbeitgeberverband wechseln. Und schon ist auf einmal die Logistikgewerkschaft zuständig oder die Multibranchengewerkschaft IG Metall oder Multibranchengewerkschaft EVG oder Multibranchengewerkschaft Verdi, weil das sind wir inzwischen alle. Und wir müssen da zurück zu dem, was Bodo Ramelow heute Morgen gesagt hat, wir müssen über den Betriebsbegriff in der Tat diskutieren und müssen sehen, wie wir die Wertschöpfungskette insgesamt organisieren. Und da ist nämlich die Lösung von Herrn Wieselski, dass er mit Berufsgewerkschaften darauf reagiert, die falsche. Und er macht ja jetzt eins, er macht ja jetzt, indem er das Bordpersonal mit reinnehmen will und auch die Lokrangierführer und Disponenten, macht er ja die EVG Light auf. Und das führt dazu, dass der Lokführer, der per se nicht unsolidarisch ist, es gibt ganz viele Solidarische, auch in der GDL, ich habe ganz viele gute Bekannte, auch in der GDL, aber das führt tendenziell dazu, dass zumindest einige Lokführer, und da muss man nur mal in die sozialen Medien reingehen, jetzt anfangen und sagen, was sollen wir denn für die Saftschubsen und für die Knipser streiken. So wird dann innerhalb von Kollegen miteinander umgegangen, statt die zu respektieren und solidarisch zu sein, weil sie sagen, sie müssen was von ihrem Teil abgeben. Die gibt es nämlich auch.
Und da geht das Geschäftsmodell von Herrn Weselski, das Alleinstellungsmerkmal Lokführer, nämlich plötzlich nicht mehr auf, weil er auf einmal EVG Light ist mit 5 oder 6 Berufsgruppen. Wir haben halt 120. Wir sollten uns Gedanken machen, wie wir gemeinsam eine Tarifpolitik in unserer Branche Verkehr, wie immer man die erstmal definiert, da ist nämlich der Nahverkehr mit dem Ausschreibungswettbewerb immer noch was anderes wie der Güterverkehr, wo es um jeden einzelnen Container gibt, oder den Fernverkehr, wo es im Prinzip zur Bahn noch keine Konkurrenz gibt, wie man die Branche definiert und wie man da vernünftige Strukturen einzieht. Gut, vielen Dank für diese plastische Beschreibung. Ich glaube, das ist für jeden jetzt sehr anschaulich geworden, was gemeint ist an so einem Fallbeispiel. Sie wollten das noch ergänzen. Ja, ich wollte noch drei kurze Anmerkungen. Das eine dazu: Wenn es dem Gesetzgeber tatsächlich um Tarifeinheit ginge, hätte er zahlreiche Möglichkeiten, was er gesetzlich im Arbeitsrecht zum Beispiel sinnvollerweise tun könnte, angefangen vom Verbot der Leiharbeit bis zu allem Möglichen. Aber darum, wie gesagt, gehe ich davon aus, es geht ihm nicht darum. Und jetzt noch ein ganz immanentes, wirklich gesellschaftsimmanentes Argument. Alles, was man Arbeitgebern als Spielräume eröffnet, die sie ausgestalten können, um Belegschaften zu spalten, Tarifverträge auszuhebeln, einen schlechteren anzuwenden und so weiter, raubt wirklich Kreativität für die Entwicklung sinnvoller Geschäftsmodelle, sinnvoller Produkte, sinnvoller Dienstleistungen. Und das ist was, was ich gerade in meiner Branche auf dem Gebiet der Zeitungsverlage seit Jahren beobachte, dass eine wirklich äußerste Kreativität da ist, wenn es darum geht, Tarifverträge zu unterlaufen, zum Beispiel den Ausbildungstarifvertrag oder die Ausbildungsvergütung. Da kommen sogar Verlage drauf, eigene Journalistenschulen zu gründen, nicht etwa, weil sie eine besonders gute Ausbildung bieten wollten, sondern einfach allein zu diesem Zweck. Das ist das eine, und dann möchte ich widersprechen dem Herrn Ehl. Ich halte Tarifeinheit für absolut wichtig, jetzt aus gewerkschaftlicher Sicht, aus Arbeitnehmersicht, weil sie natürlich zur Stärkung beiträgt und zum Verhindern dessen, dass gespalten werden kann und auch in unserer durchaus, wie ich auch sagen würde, erfolgreichen, alles in allem erfolgreichen Tarifgemeinschaft, die Deutsche Journalistinnen und Journalistenunion in Verdi mit dem DJV hatte, gab es an mehreren Stellen immer wieder Brüche, wo man einfach sagen muss, da haben wir auch Erkämpftes verloren oder wir haben schlechter abgeschlossen, was nicht nötig gewesen wäre. Nur ist es ein völlig ungeeigneter Weg, das gesetzlich erzwingen zu wollen. Beziehungsweise, wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass das Ziel ist. Und das Dritte ist, ich empfinde das schon so, dass es eine riesengroße Schwächung bedeutet, dass sich die DGB-Gewerkschaften nicht geeinigt haben, dass es unter den beiden größten mittlerweile eben zwei unterschiedliche Positionen gibt. Und ich meine schon, dass das den gesamten Widerstand gegen dieses Gesetz auch sehr beeinträchtigt. Und dass es zwingend ist, also wenn die Gewerkschaften in den nächsten Jahren noch eine richtige Rolle spielen wollen, bei der ganzen Veränderung der Wirtschaft, der Branchen, die Abgrenzungen, die immer schwieriger werden, Betriebsbegriff, also wenn man da nicht zu einer stärkeren gemeinschaftlichen Austausch und gemeinsamen Linie kommt, glaube ich, dass wir sehr alt aussehen werden. Danke. Übersetzt heißt es, klingt fast so wie eine Selbstentmachtung, die Sie da befürchten, der Gewerkschaften. In einem gewissen Sinne schon. Also ich meine, Selbstentmachtung, das ist immer die Gefahr, wenn man Entwicklung nicht erkennt oder zu spät erkennt oder einfach keinen Weg findet, die zu verarbeiten und zu bearbeiten. Und es ist ja was dran. Also ich meine, auch Verdi ist nicht ganz unschuldig dran, dass der Marburger Bund die Tarifgemeinschaft, die Tarifvertretung aufgekündigt hat. Da wurden einfach auch Fehler gemacht. Und ich finde, das muss man selbstkritisch sehen und natürlich aber vor allem nach vorne gerichtet. Okay, the floor is open, wer noch was beitragen möchte. Ich hatte ja einen speziellen Wunsch, der wird aber nicht erfüllt, wie ich das sehe. ja gut, dann, ich denke es auch, es ist so viel gesagt worden, wir haben noch ein paar interessante Aspekte, würde ich einläuten zu einer Schlussrunde. Das Publikum ist austherapiert, wofür man volles Verständnis haben kann nach der Argumentationssalve, aber wir sollen nicht umsonst... Wollen wir zum Schluss noch von jedem wirklich was Echtes hören, nämlich wie es weitergeht, wie hoch die Kampfreserven sind und vielleicht, weil Sie eben... Doch, Entschuldigung, ich habe es vollkommen übersehen. Brockhaus. Ich glaube, wir waren so beeindruckt von der Diskussionsrunde, dass wir irgendwie mal so eine geistige Pause von ein paar Sekunden brauchten. Also ist jedenfalls mein Eindruck. Also dass hier überhaupt gar keine Wortmeldung oder Beiträge, kann ich mir fast nicht vorstellen. Ich würde gerne noch mal...
bei diesem schwierigen Verhältnis ansetzen, GDL, EVG. Herr Weselski, nochmal eine Frage an Sie. Wenn Sie sagen, es geht um die Nichtmitglieder, an die müssen wir ran. Und wir jetzt durchaus nicht nur im Sinne von GDL, sondern im Sinne von den Gewerkschaften, die in Ihrem Bereich aktiv sind, also EVG und GDL. Können Sie sich denn vorstellen, dass das auf eine Art und Weise geschieht, die nicht sozusagen automatisch immer schon, wie soll ich mal sagen, so ein gekapseltes, abgegrenztes Modell der GDL beinhaltet, was jetzt schrittweise wenig erweitert wird, sondern was irgendwie eine, wenn auch in Konkurrenz stehende, aber sozusagen produktive Konkurrenz mit der EVG stattfindet? Oder ist das eigentlich nur unsere Gruppe und wenn wir die noch ein bisschen erweitern können, weil sich das so um den Zug herum direkt organisiert und alles andere interessiert uns nicht? Wie definieren Sie da den Begriff von Solidarität innerhalb der Bahnbelegschaft, die in der Tat ja mehr umfasst als die, ich weiß jetzt nicht genau, ob es 4, 5 oder 6 Berufsgruppen sind, um die es Ihnen jetzt im Moment geht? Also generell komme ich aus einer Welt, in der Verhandlungsgemeinschaft und auch Kooperationen vorhanden waren. Und man muss da wirklich weit zurückgehen und muss Ursache und Wirkung betrachten, um den augenblicklichen Zustand nicht zu akzeptieren, aber zumindest erstmal zu verstehen und dann darauf zu setzen. Vielleicht kommt auch mal wieder eine Zeit, wo wir von einem realistischen, und zwar beide Seiten von einem realistischen Ausgangspunkt auskommen und anerkennen, was Fakt ist. 2002 hat die Arbeitgeberseite Ergänzungstarifverträge auf den Tisch gelegt. Da sollte genau das Klientel, Lokführer, Zugbegleiter, das sogenannte Transportpersonal, 18 Schichten mehr arbeiten. Der Rest des Bahnkonzerns nicht. Wir standen im Wettbewerb und mussten den Sanierungsbeitrag leisten. Das war der erste Tag, wo wir gesagt haben, nicht mit uns. Das ist eine sehr leidvolle und sehr langwierige Angelegenheit, die dazu geführt hat, dass wir vollkommen unterschiedliche Tarifphilosophien entwickelt haben. Und ich darf das an einigen Elementen belegen, weil man muss es schon etwas tiefer betrachten als das, was so landläufig in den Zeitungen gestanden hat. Und an der Stelle ein Satz in Ihre Richtung. Ich stelle fest, dass ein großer Teil, nicht alle gibt, hervorragende, gar keine Recherche mehr machen, sondern einfach von Agenturen übernehmen und Meldungen in die Welt setzen. Die machen sich noch immer mehr die Mühe, die beteiligten Parteien anzurufen oder zu fragen um eine Stellungnahme. Wir haben in all den Jahren immer wieder Abgleiche versucht, beziehungsweise Annäherungen geübt. Wir haben in 2005 vor dem sogenannten Beschäftigungsbündnis Bahn Gemeinsamkeiten versucht zu entwickeln, waren nicht möglich. Ich habe in 2009 und 2010, bevor wir die Kampagne mit den Wettbewerbsunternehmen gefahren haben, habe ich versucht, eine einheitliche Gangart hinzubekommen für den Eisenbahnverkehrsmarkt, in dem Lohndifferenzen tarifiert von den Kollegen der damaligen Transnet, Lohndifferenzen bis zu 40% im Markt für Lokomotivführer vorhanden waren. Wir haben versucht, einen einheitlichen Flächentarifvertrag zu gestalten. Das scheiterte immer wieder an ein und derselben Feststellung. Wenn wir das zugestehen, dass das Zugpersonal eine Gruppierung ist, die nun mal besonderen Bedingungen unterliegen und dafür einen Flächentarifvertrag zu schaffen ist, dann ist automatisch die GDL der Marktführer in diesem Tarifgebiet und das wird nie sein. Und wenn ich wahrnehme, dass wir heute darüber reden, dass im Regionalverkehr, also Nahverkehr, ganz andere Bedingungen herrschen als im Güterverkehr oder im Fernverkehr, dann verstehe ich die Welt nicht. Die GDL ist bestrebt, das zusammenzuhalten, was zusammengehört. Wir haben es erstmal seit 2002 mit Widerständen auf der Arbeitgeberseite zu tun, die Lokführerbereiche auseinanderdividieren wollen. Regionale Tarifverträge für den Nahverkehr, für den Güterverkehr und für den Fernverkehr. Das ist die Zielsetzung. Genau. Wir haben uns dem entgegengestemmt. Aber Sie haben wie Frau Merkel jetzt in der Argumentation. Nein, ich bin gleich durch. Langsam. Sie haben den Kern der Frage, nämlich der Solidarität und Ihr Verständnis von Solidarität, nur auf Umwegen beantwortet. Da ist man ganz ich bin noch gar nicht bei der Antwort. Weil führen Sie uns aus dem Tunnel raus. Herr Leif, die Schwierigkeit besteht auch mit verkürzten Antworten, ist doch niemandem gedient. Ich gebe hier eine Erklärung ab und sage, zukünftig wird es eine Kooperation mit der EVG geben. Kann ich machen. Aber auf welchem Niveau? Auf dem Niveau, was wir in 2014 geübt haben? Dass Verträge geschrieben werden, die tarifpolitische Unterwerfung beinhalten? Und ich kann das belegen.
Und dass dann der Dritte im Bund, nämlich der Arbeitgebervertreter, mir gegenüber sitzt und sagt, wenn du das nicht unterschreibst, brechen die dir von der Bundesregierung aus das Genick. Ist das die Basis von Zusammenarbeit von Gewerkschaften? Solange der Brunnen so vergiftet ist, möchte ich klar und deutlich erklären, ist eine Zusammenarbeit und Kooperation unter normalen Gegebenheiten nicht möglich. Okay. Außer Selbstaufgabe der GDL. Das ist eine präzise Antwort gewesen. Verlangt niemand von uns, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Und da muss man auch die Frage, letzter Satz, muss man sich auch mal die Mühe machen zu analysieren, wie sieht denn der Eisenbahnverkehrsmarkt im Moment aus und wie verhalten sich denn die Gewerkschaften? Wir verhalten uns neutral im Markt und versuchen mit allen Arbeitgebern auf einer tarifpolitischen und tariflichen Ebene Flächentarifvertrag abzuschließen. Es gibt nur einen Flächentarifvertrag, der mir bekannt ist. Sie sind der Fachmann. Wie würden Sie vor uns genannt? Das Tarifgewissen. Welcher Flächentarif? Der Brockhaus. Welcher Tarifvertrag beinhaltet von Nord bis Süd und von Ost bis West ein einheitliches Einkommen für einen und denselben Berufsstand, einschließlich dem Verhältnis Arbeitszeit und Entgelt? Mir ist keiner bekannt. Unsere beinhaltet das. Erstmalig. Und deswegen sind wir das rote Tuch für Arbeitgeber. Ja, es war eine kristallklare Antwort aus dem vergifteten Brunnen. Deutlicher geht es nicht mehr. Und ich glaube, damit ist die Frage auch beantwortet. Sie kommen gleich dran. Erst nochmal Publikum, die Dame hat sich gemeldet. Bitte schön. Ist da noch ein Mikro oder geht es auch ohne? Ja, ohne. Okay. Kurt Schitter, Arbeitsgericht Frankfurt. Ja. Frankfurt am Main. Ich habe eine Frage an alle Podiumsteilnehmer. Ich spreche ohne Mikrofon. Sie haben einmütig sich kritisch zum Gesetz zur Tarifeinheit geäußert, ablehnen. Sie haben auch alle heute erkannt, dass es möglicherweise ein Mittel sein könnte, um Zwist zwischen den Gewerkschaften zu säen und dadurch die Gewerkschaften daran zu hindern, ihrer genuinen Aufgabe gerecht zu werden, möglichst gute Arbeitsbedingungen für die Arbeitnehmer auszuhandeln. Meine Frage jetzt, heute und hier, was werden Sie morgen tun, um sicherzustellen, dass Sie in Ihrer gewerkschaftlichen Verantwortung und Autonomie es schaffen, sich nicht zerstreiten zu lassen, sondern ein streitbarer Widerpart auf Augenhöhe sind. Herr Professor Schubert will als erstes antworten, das sehe ich ihm an. Also zunächst haben wir ja nicht nur uns gegen das Gesetz gestellt, sondern wir haben eine in der Öffentlichkeit durchaus aufgenommene Umfrage gestartet mit den befreundeten Gewerkschaften NGG und GEW zum Thema, wie sieht unsere Mitgliedschaft, wie sehen aber auch die Bürgerinnen und Bürger dieses Thema. Es ist ja auch nicht so einfach zu erläutern, wir sehen das ja auch hier. Es ist nun kein Thema, das sich leicht auf Ja oder Nein reduzieren lässt, sondern es ist schon problematisch. Genauso problematisch ist es, dann zu sagen, naja, wenn schon Tarifeinheit, dann hätte man das anders machen können, zum Beispiel Verbot OT-Mitgliedschaft. Das hätte man, oder Einschränkungen, das hätte man auch mal machen können. Dann hätte man sagen können, dass dieser Gesetzesentwurf, bevor er an das Streikrecht gerät, den Flächentarifvertrag durchlöchert, was viel unsolidarischer ist als das, was wir machen. Dann darf ich es oder kann ich es der Kollegin nicht ersparen, zu sagen, die Frage ist ein bisschen naiv. Sorry. So ja, einfach klang geht so es. Abgeklärt. Nein, so einfach ist es eben nicht. Sondern wir gehen in unseren Bereichen vor, die anderen auch. Aber es sind eben, wir sind eben auch Interessenverbände für unsere Mitglieder. Soll jetzt der Kollege der EVG sagen, um dieses Gesetz zu verhindern, muss ich jetzt Geheimgespräche mit der GDL führen? Das können Sie gerne machen, das geht mich gar nichts an. Nur so einfach ist es nicht. Sondern jeder kann auf seinem Felde, und wenn es abgestimmt ist, umso besser, gegen dieses Gesetz vorgehen. Aber es ist nun nicht so, dass wir gehen jetzt hier alle Hand in Hand raus
Okay. So einfach geht es nicht. Alles kleine, ist eine klare Antwort. Ich bitte die anderen auch, wenn sie was sagen wollen, dazu, das kurz zu machen und sich den Gedanken zu sammeln, weil die Frage war präzise und abgeklärt. Möchten Sie gleich was ja, zu sagen? Okay, ja, war knapp. Okay. Also ich empfinde das auch nicht als naive Frage, sondern ich empfinde das vor allem als eine Aufforderung, nämlich eine Aufforderung, sich nicht so spalten und zerstreiten zu lassen, wie wir das jetzt auch hier auf dem Podium erleben. Und ich muss sagen, jetzt für meinen Bereich, für unseren Bereich, wir kämpfen weiter wie in den letzten Jahren gemeinschaftliches Vorgehen mit dem Konkurrenzverband und mit allen Berufsgruppen im Betrieb. Herr Ehl, könnten Sie sich das auch eintätowieren, was da gefragt worden ist? Ja, wir haben ja gar keinen Streit. Ich wüsste gar nicht, mit wem ich mich jetzt nicht streiten sollte. Also deswegen ist das eigentlich gar kein Problem. Also seit 2006 machen wir ja nebeneinander oder parallel oder wie auch immer, werden Tarifabschlüsse gemacht. In der linearen Erhöhung der Gehälter sind wir in der Regel relativ ähnlich. Wir machen artspezifische Dinge wie Bereitschaftsdienste, Arbeitszeiten etc. Da gehen wir dran. Also wir haben eigentlich gar keinen Streit. Ja, versuchen Sie den Nukleus der Frage für sich aufzunehmen. Ja, also versuchen Sie an den Kern heranzukommen, naja, wie ein Arzt mit einer guten Diagnose. Ja, das ist, also man muss immer erstmal ausschließen. Also wir haben eben gar keine Probleme, über die wir jetzt nicht mehr streiten werden in Zukunft. So, also das ist das eine. Das zweite ist tatsächlich, wir werden ja aber auch Absprachen nochmal auf Verdi sicherlich zugehen, wenn es notwendig ist. Wir werden auf jede Situation gezielt eingehen, das ist überhaupt kein Problem. Sie sehen wir müssen schauen, aber schauen Sie, der Punkt wäre ja, wir müssen jetzt zunächst einmal vermeiden, dass es in befriedeten Gebieten, zum Beispiel VKA, also Vereinigung Kommunaler Arbeitgeberverbände, 600 Krankenhäuser etwa, wo wir im Moment, da haben wir beide Tarifabschlüsse gemacht, Verdi und der Marburger Bund, der haben das 2 Jahre jetzt Ruhe, so ungefähr. Aber theoretisch könnten wir da natürlich gezwungen werden, durch wen auch immer, durch Arbeitgeber beispielsweise, in den Häuserkampf zu gehen und anfangen zu zählen. Okay, gut. Was für ein Quatsch. Alles klar. Ja, sorry, also ich muss ein bisschen etwas, hier auf Zeitdisziplin wollen. Drängen, weil es Gründe gibt. Herr Müller, wollen Sie ganz kurz nur dazu zu der Frage was sagen? Ohne, bitte? Ja, ich würde es ein bisschen mit dem verknüpfen, was der Herr Wieselski gesagt hat, weil ich glaube, es ist vielleicht auch ganz gut, auf diese Antwort einzugehen. Wir haben morgen, weil es hieß, was machen wir morgen? Morgen haben wir Tarifkommission und Bundesvorstand bei uns und da diskutieren wir mit sehr vielen Leuten und sehr demokratisch, wie wir weiter auch in dem Konflikt vorgehen. Und wir haben immer und immer wieder auch der GDL eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe angeboten und keine Unterwerfungserklärung, wie Sie das formulieren. Ich bin da gern bereit, auch die Fakten auf den Tisch zu legen. Die sind auch alle im Internet aufrufbar, weil auch die Verträge, die die Bahn dann geschrieben hat, da kann man das eher sehen, sind nicht unbedingt eine Unterwerfungserklärung. Aber man muss die Geschichte des Streites in der Tat kennen. Wir haben seit 2000 sehr gut zusammengearbeitet, die damalige GDED, mit der Tarifgemeinschaft GdBA und GDL. Und haben da auch sehr viel aufeinander Rücksicht genommen. Und gerade das Beispiel Regio-Ergänzungstarife, wo keiner heute mehr weiß, was drin kommt und drin stand, aber was die GDL immer hervornimmt, wenn es dann gar nicht mehr weitergeht, ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel dafür, dass man Rücksicht aufeinander genommen hat. Weil bei uns war das eigentlich durch die Gremien durch. Und es gab Protest von der GDL oder der damaligen auch Tarifgemeinschaft GdBA, GDL. Und wir haben die Beschlüsse rückgängig gemacht und haben die nicht unterschrieben. 2005 haben wir gemeinsam Beschäftigungssicherung verhandelt. Ich habe die Flugblätter hier dabei. Da steht drin, das Ziel ist erreicht. 2007 war genau diese Argumente der Anlass zu sagen, die armen Lokführer sind benachteiligt, weil sie müssen eine Stunde länger arbeiten, was damals 2005 der große Durchbruch der GDL war. Und das macht es halt so unheimlich schwierig. Alles klar, verstanden. Ich glaube, damit werden 2 Generationen von Psychoanalytikern verschlissen, um da eine endgültige Antwort zu kriegen. Aber alle haben es verstanden, die es brauchen. Ich würde jetzt die Fragesteller, damit sie noch zu Wort kommen, bitten, kurz zu sein, prägnant zu sein, was sie möchten. Und beginnen wir mit Ihnen, damit wir noch eine Antwort kriegen können. Ja, ich versuch's kurz. Mein Name ist Jan. Ich habe die letzten 15 Jahre im Einzelhandel gearbeitet. Ich bin bei Verdi organisiert. Ich bin auch überzeugt von der Tarifeinheit, weil das, finde ich, die Arbeitnehmer die einzige Chance ist, dass man der herrschenden Klasse überhaupt noch was entgegensetzen kann. Ich war die letzten 11 Jahre auch im Betriebsrat bei uns und es gibt so etwas, das mich... Ich fand die Frage überhaupt nicht naiv, die hier gerade gestellt wurde und es frustriert mich zum Teil total, hier zuzuhören.
Und es frustriert mich, weil selbstverständlich hat jeder, ich duze euch jetzt einfach, weil wir sind alle Kollegen, jeder von euch hat natürlich Mitglieder. Aber ich glaube, es gibt da so ein paar Grundinteressen, wo wir irgendwie Gemeinsamkeiten finden können. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie alles so tief zerklüftet sein muss, dass man sich eigentlich immer nur die ganze Zeit drüber daran aufzieht, wer mal was wann wo getan hat. Also wir kennen die Geschichte noch auch. Also ich meine, wenn man sich anguckt, wie sich der Einzelhandel die letzten 15 Jahre entwickelt hat, parallel zu irgendwelchen Agenda-Reformen und ich weiß nicht was alles, aber ich soll mir... Ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn ich von meinen Arbeitgebern mir immer was von Sozialpartnerschaft anhören sollte, wenn gleichzeitig irgendwie so asoziales Verhalten die letzten 15 Jahre gezeigt wurde von ihnen. Und mein Interesse ist, dass meine Organisation, also ich wäre total bereit, mit der GDL zusammen zu streiken als Verdi-Mitglied für das Streikrecht, zur Verteidigung des Streikrechts. Also ich meine, es muss doch irgendwie verbindende Elemente geben, die so gewisse Dinge, also... Ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt. Also ich meine, es interessiert mich überhaupt nicht, jetzt platt gesagt, wer den Größten hat. Und meine Frage ist einfach, ihr sollt keine Geheimgespräche führen. Mhm. Und auch nicht nur die EVG und die GDL, sondern führt mal offene Gespräche. Das führt Anliegen, sie mit uns. Und ich komme auch dazu. Also ich unterhalte mich mit euch allen. Das Anliegen finde die Frage ist komplett nicht angekommen. Der Herr ganz links außen, bitteschön. Ja, also ich muss sagen, ich finde Streit ganz gut. Erich Rüder hat mal gesagt, im Streit und Kampf, haut euch die verschiedenen Theorien um die Ohren und lasst keine Streit aus, auch wenn die Hähne knackenheit zusammenstehen. Das heißt, Streit ist doch erstmal ganz gut, dabei in gemeinsame Position bringen. Der Bebel hat bei der Maifeier gesagt, bei der Maifeier Debatte, ihr habt die Macht in den Händen, wenn ihr nur einig seid. Das ist ein hoher Wert, einig zu sein dabei. Aber bitteschön, da verstehen einige falsch. Die meinen, wir müssen einig sein, damit wir besser kämpfen können. Ich verwechsel immer, dass ihr bei der Siegerehrung dabei sein wollt und nicht beim Kampf. Und die Herstellung der Einigkeit ist doch unsere Arbeit und die Voraussetzung unserer Arbeit. Solidarität setzt Uneinigkeit voraus. So, und daher ist in der Tat das hohe Wert für mich die Einigkeit. Und Pluralismus ja. Aber den wollen wir da gerade überwinden. Aber nicht überwinden, indem wir ihn leugnen oder indem wir die anderen nicht zu Wort kommen lassen. Aber trotzdem ist doch die Frage, ich will es nur in einem Beispiel deutlich machen. Unser hochverehrter Minister Noske. Rege ich darüber auf, dass 1919 die Eisenbahner streiken dabei. Der ADGB findet das auch unmöglich dabei, so war er damals dabei, weil es wilde Streiks sind. Aber er sagt gleichzeitig, wir sind gegen die wilde Streiks und gegen den Einfluss des Staates in das Streikrecht. Und das finde ich heute noch ganz gut. Ja, gut, klassische dialektische Schulung. Sonst noch jemand? Alle zufrieden? Bitte schön, Sie auch, aber in aller Kürze, okay? Ja. Olaf Harms von Verdi Hamburg. Also erstens, also mich regt ein bisschen was auf, lieber Kollege Wieselski. Ich bin immer noch der Meinung, ein Betrieb, eine Gewerkschaft. Wenn es eine Betriebsaufteilung gibt, dann hilft man den Beschäftigten nicht dadurch, dass es nach einer Aufteilung noch 15 andere Gewerkschaften gibt. Weil wie soll man denn dann mit einer einheitlichen Stimme sprechen? Also da bin ich vielleicht noch Traditionalist. Zweitens, in der Tat gab es 2010 den Versuch von Gewerkschaften zusammen mit dem Arbeitgeberverband ein Tarifeinheitsgesetz zu machen. Aber ich bitte auch zur Kenntnis zu nehmen, dass der DGB das korrigiert hat. Auch die IG Metall ist gegen einen Eingriff in die Tarifeinheit, weil das von dir, liebe Kollegin, so dargestellt wurde. Ich finde, das muss man akzeptieren. Ich akzeptiere auch, dass die Betroffenheit dann eine andere ist und dass man vielleicht auch die Kolleginnen und Kollegen der IG Metall